Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der teuflisch gute Spitzenreiter vom Betzenberg ist zu Gast auf dem Mönchengladbacher Bökelberg. Ihnen einen schönen guten Abend daheim und herzlich willkommen zum jungfräulichen Gipfeltreffen. Denn jungfräulich deshalb, weil Mönchengladbach daheim in dieser Saison noch ohne Pleite auf dem Mönchengladbacher Bökelberg. Ja, und die Pfälzer sind auswärts noch ungeschlagen in dieser laufenden Spielzeit. Deshalb fordert Borussentrainer Hannes Bongartz ganz klar einen Erfolg gegen den Tabellenführer, um die Zielsetzung UEFA Cup Platz noch einmal ganz enorm zu verdeutlichen. Und der Lauterer Fußballlehrer Otto Rehhagel, ja, der möchte auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft noch ein paar Pünktchen sammeln gegen den Abstieg. Das finden Sie komisch? Sie müssen ja auch nicht alles glauben. Verbunden. Borussen-Urgestein Uwe Kamps und Zukunftsgedanken über seinen Verein. Verliebt, nicht nur privat, sondern auch sportlich, ist Kaiserslauterns Jungstar Marco Reich sehr geschätzt. Verfolgt auf den Spuren von Ex-Borussen-Trainer Bernd Kraus an neuer Wirkungsstätte in Spanien. Verplant, in der Halbzeit unser Gast Rolf Rüssmann und seine Ideen für die Zukunft. Und verkabelt. Er war gestern erfolgreich und ist heute Co-Kommentator. Duisburgs Trainer Friedhelm Funkel. So, so, und uns läuft schon Christian Hochstetter ist kurz vor dem Anpfiff bei uns kräftig die Nase, denn das ist sicherlich das kälteste Bundesligaspiel auf dem Bökelberg in diesem Jahr. Christian, herzlich willkommen bei uns so kurz vor dem Anpfiff. Die Meldung des Abends, Stefan Effenberg wird nicht spielen können. Warum nicht? Klären Sie uns auf. Ja, ich denke, dass Stefan nach wie vor Probleme im Rücken hat. Er war ja letzte Woche in München, hat sich behandeln lassen. Hat leider nicht ausgereicht, ist natürlich schade, dass er heute nicht spielt. Setzt doch auf keinen Fall auf der Bank und alle, die jetzt mutmaßen, dass was anderes im Busch ist, gar keine Frage. Wir haben mit dem Arzt Dr. Wiggeren kurz vor ab noch Rücksprache gehalten und die haben uns mitgeteilt, Effenberg würde der Mannschaft heute keine tollen Dienste leisten können, denn das mit dem Rücken geht auf keinen Fall. Der Trainer, der Manager, der Präsident, alle fordern im Umfeld einen ganz enormen wichtigen Schritt heute, nämlich einen Sieg über den 1. FC Kaiserslautern. Inwieweit ist sich die Mannschaft bewusst über die Zielsetzung UEFA Cup heute gegen den Tabellenführer? Ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist, heute das Spiel gegen Kaiserslautern zu gewinnen, denn man braucht nur auf die Tabelle gucken. Wir sind 3 Punkte vom Tabellenvorletzten entfernt und wir sind aber auch nur 3 Punkte vom UEFA Cup Platz entfernt. Von der Seite her, ein Heimspiel muss man gewinnen, auch wenn Kaiserslautern in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel verloren hat. Ich denke, heute ist es soweit und wir werden hier gewinnen. Sehen Sie das denn auch so, dass dieses Spiel wirklich richtungsweisend ist für die komplette Saison? Das auf jeden Fall, wenn man das Restprogramm von uns ansieht. Wir haben noch 4 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Ich denke, wir müssen jetzt den Grundstein legen für die Rückrunde, mehr für die halbe Rückrunde. Es sind ja schon 3 Spiele in dieser Saison, in diesem Jahr noch. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, die Heimspiele, die wir haben, hier zu gewinnen, um vernünftig in die Winterpause gehen zu können. Christian, wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Man hat in den letzten Tagen so viel personelle Nebengeräusche gehört bei Borussia Mönchengladbach. Ob Juskowiak bleibt, was ist mit Pettersson? Wird Flipsen gehen? Was ist mit Effenberg im nächsten Jahr? Kann sich die Mannschaft überhaupt da 100% konzentrieren auf so ein bedeutendes Spiel? Ja, ich denke schon. Ich glaube, das gehört zum Geschäft mit dazu. Verträge laufen aus, Verträge werden verlängert. Ich bin der Meinung, jeder Spieler muss mit dieser Situation klarkommen. Dafür ist er Profi und man sollte diesen Dingen nicht zu viel Gewicht beimessen. Jetzt spielt Stefan Effenberg heute nicht. Es gibt eine sehr positive Bilanz auf dem Mönchengladbacher Bökelberg, wenn Stefan Effenberg nicht dabei war. Das ist nun mal so. Karl-Heinz Flipsen hat groß aufgespielt gegen Köln, gegen 1860 München. Es reichte dann zu einem 2:2 auch noch gegen Leverkusen. Erwarten Sie heute eine ähnlich gute Vorstellung der Mannschaft ohne Stefan? Ich habe ja gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir gewinnen. Und Stefan spielt nicht. Wir werden aber auch nicht deshalb gewinnen, weil Stefan nicht spielt, sondern ich glaube, dass die Mannschaft stark genug ist, Kaiserslautern zu schlagen. Und wenn nächste Woche Stefan wieder oder am Sonntag gegen Rostock Stefan wieder fit sein sollte, dann werden wir eben in Rostock mit Stefan gewinnen. Ich glaube, wie gesagt, das Thema Stefan Effenberg, Karl-Heinz Flipsen wird viel zu viel hochgekocht. Beide können miteinander spielen, werden auch in Zukunft miteinander spielen, damit ist das Thema erledigt. Dann noch eine Preisfrage zum Abschluss. Verraten Sie uns, wer ist der Borussen-Torwart 2000? Uwe Kamps. Uwe Kamps, ein Satz vielleicht noch dazu von Ihnen. Sie kennen ihn sehr, sehr lange. Was halten Sie von ihm? Gut, wir sind lange genug am Bökelberg zusammen. Uwe Kamps zeigt in den letzten 1,5 Jahren, wie wichtig er für diese Mannschaft ist und für diesen Verein, welch guter Torwart er ist. Und ich denke, dass es nicht mehr allzu lange dauert und er wird seinen Vertrag unterschreiben und wird bis über das Jahr 2000 am Bökelberg bleiben. Mehr braucht man zu Uwe Kamps eigentlich nicht sagen. Herzlichen Dank, Christian, für Ihren Besuch bei uns kurz vor dem Anpfiff. Und er darf ins Warme. Wir frieren weiter, natürlich exklusiv für Sie. Marinus Bester über den Borussen-Torwart 2000. Boah! Hallo, mein Name ist Uwe Kamps, Torwart von Borussia Mönchengladbach. Mein Job
Der hier darf da nicht rein. Vor knapp 3 Jahren Uwe Kamps am Tiefpunkt seiner Karriere. Die Leistungen stimmten nicht mehr, Gladbach wollte ihn unbedingt loswerden. Klaus Reitmeier sollte kommen. Doch der Transfer platzte, Uwe bekam eine Gnadenfrist. Ja, dann kam eben die Geschichte, dass das nicht so klappte mit dem Klaus Reitmeier. Und dass die Sache dann hier weiterging, nochmal auf 2 Jahre. Und im Nachhinein so zu allem, würde ich nochmal sagen, ist das eine Sache, die zwar bitter war, aber die einen sehr geprägt hat. Und ich denke mal, so fürs Leben einem unheimlich viel mitgegeben. Seit dieser Zeit gehört Uwe Kamps zu den beständigsten Keepern der Bundesliga. Vereinswechsel ausgeschlossen. Noch vor Weihnachten soll der neue Vertrag unterschrieben werden. Gladbach, die Zukunft von Kamps, auch nach dem Fußball. Ja, ich glaube schon, dass es ganz schön ist, hier in dem Verein zu bleiben. Zumal man ja dann schon fast 20 Jahre da ist. Und hier schon einige Dinge auch anstehen, sei es jetzt mit Stadionbau und so weiter. Und ich glaube schon, dass dann so Leute, die so lange im Verein sind, da schon interessant sind, auch für Sponsoren, allem drum und dran, dass wir dementsprechend mit den Leuten auch umgehen können und dem Verein eben auch erhalten bleiben sollen. Auf diese Erfahrung der alten Recken und besonders auf den Sturm baut Hannes Bongartz gerade im Spiel gegen die auswärts noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Kaiserslautern. Unser Spiel ist ja ein sehr offensives Spiel, dadurch, dass wir praktisch ohne Libero spielen. Wir machen sehr viel Druck und das Spiel muss je nach Situation durch die Mitte über ein Kombinationsspiel mit Kalle Flipsen oder eben über die Außenposition, wo offensive Verteidiger, offensive Mittelfeldspieler sind, vorgetragen werden. Und da denke ich dann auch an Andrzej Juskowiak, wenn Flanken mal hereinkommen, ist er auf jeden Fall vom Kopfballspiel her von allen dreien der Beste. Für einen wird auch heute wohl kein Platz im Team sein, Peter Winhoff. Der gebürtige Berliner kommt zurzeit über seine Reservistenrolle nicht hinaus. Der Frust ist groß. Gut, ich habe im Moment eine Phase, da wirklich schon ein bisschen lustlos. Das gebe ich auch offen zu, weil wenn ich höre von ihm, dass ich anscheinend schlecht trainiere nach dem Leverkusen-Spiel, wo ich gespielt habe, war ich der Meinung, die Woche sehr gut trainiert zu haben. Aber ich bin dann gar nicht mehr reingekommen. Im nächsten Spiel in Duisburg und dann irgendwann, sag ich mal, verliert einen auch so ein bisschen die Lust. Die Spieler sind hier angestellt, um ihre Leistung zu bringen und da zählt für mich Training genauso zu. Und wenn man mal ehrlich ist, die Spieler machen es nicht für mich, sondern sie trainieren auch für sich selbst. Und wenn dann einer so ein Verhalten an den Tag legt, dann ist das einfach nicht in Ordnung. Mein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus und wenn sich hier nichts ändern wird in der nächsten Zeit, also dann muss ich halt über den Vereinswechsel nachdenken. Ja, so ist das im Fußball. Die Pfälzer heute Abend ohne Ratinho, die Borussen heute Abend ohne Effenberg und Premiere in Top-Besetzung mit Tom Bayer. Ja, vielen Dank, René. Guten Abend auch von unserer Seite. Und wenn ich unsere Seite sage, dann meine ich damit natürlich auch unseren heutigen Co-Kommentator Friedhelm Funkel, für den die Woche ganz ausgezeichnet angefangen hat. Am Montag hat er seinen Vertrag um 2 Jahre beim MSV Duisburg verlängert. Und gestern hat seine Mannschaft einen klaren Sieg gelandet, 3:0 gegen den HSV. Und heute, Friedhelm, nehme ich an, freuen Sie sich auf ein Topspiel hier auf dem Bökelberg. Ja, ich glaube, dass wir hier heute ein sehr gutes Spiel sehen werden. Wir haben es in den Vorberichten gehört. Borussia steht ein bisschen unter Druck, hier dieses Heimspiel unbedingt gewinnen zu müssen. Und der erste FC Kaiserslautern ist auswärts sehr, sehr stark. Also ich glaube, dass wir heute ein tolles Spiel sehen. Ein Wort noch zum Fehlen von Stefan Effenberg. Er ist heute zum 4. Mal in dieser Saison nicht dabei. Ohne ihn hat Gladbach bisher 2-mal klar gewonnen, gegen Köln und gegen 1860 München und gegen Leverkusen immerhin unentschieden gespielt. Also ist das vielleicht gar kein Nachteil, dass er fehlt? Ich glaube schon, dass es ein Nachteil ist, denn ein Spieler der Klasse von Stefan Effenberg ist unheimlich schwer zu ersetzen und es hat jetzt 2 oder 3 Mal letztendlich gepasst, aber Stefan Effenberg in Topform gehört in diese Mannschaft. So, liebe Zuschauer, dann kommen wir jetzt zu den Aufstellungen beider Mannschaften und da fangen wir an, wie sich's gehört, mit dem Gast, mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und da sehen wir, dass Martin Wagner neu in die Mannschaft gekommen ist, ebenso wie Roger Lutz. Und vorne im Sturm, da hat sich Otto Rehagel heute für Pavel Kuka, für den Tschechen, entschieden, obwohl ja Jürgen Riesche zuletzt so erfolgreich gespielt hat, noch zweifacher Torschütze war beim letzten Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock und bei Borussia Mönchengladbach, der Mannschaft, die natürlich weiterhin bestrebt sein will, dass die Heimserie 10 Spiele ist man ungeschlagen hält, bleibt die Viererkette hinten unverändert. Der junge Markus Hausweiler, 21 Jahre alt, der trägt also nicht nur die Nummer 21, spielt heute auf der Position
von Stefan Effenberg, sein vierter Einsatz in dieser Saison. Bislang hat er nur auf der rechten Seite in der Viererkette gespielt, heute also neue Aufgabe für ihn. Chiquinho, der Brasilianer, spielt für den verletzten Jon Lupescu und auch hier im Sturm eine Änderung. Andrzej Juskowiak erhält den Vorzug gegenüber Jorgen Pettersson, dem Schweden. Auf den Reservebänken, da sehen wir Jorgen Pettersson, der heute zum ersten Mal übrigens auf der Auswechselbank Platz nehmen muss. Bisher in dieser Saison war er immer von Anfang an dabei. Und beim ersten FC Kaiserslautern, da muss Jürgen Riesche das harte Holz der Reservebank drücken. Friedhelm Funkel, zunächst mal vielen Dank für die Einschätzung und wir machen weiter mit René Hiepen. Ja, liebe Zuschauer, das ist wie im richtigen Leben, man muss sich nur zu helfen wissen. Hier ist es lecker warm auf der Ersatzbank von Borussia Mönchengladbach. Ein paar Minuten werde ich verweilen dürfen, dann wird mich der Trainer hier ganz geschmeidig runterschmeißen. Wir kommen jetzt zur Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern. Vom Aufsteiger zum Geheimfavoriten auf den Titel. Und die Preisfrage an die Gladbacher Bank, an Marco Wieler lautet, wer ist der schnellste Spieler in Reihen des ersten FC Kaiserslautern? Ich tippe mal auf Marco Reich. Richtig geraten. Christian Schommers über den Newcomer vom Wetzenberg. Looking back over my shoulder, I can see. Harmoniebedürftig, heimatverbunden. Marco Reich, einer, der weiß, wo er herkommt und auch immer wieder dorthin zurückkehrt. Hier begann die steile Karriere. Sein ehemaliger Jugendtrainer Ottmar Nürnberg und viele seiner Freunde sind immer noch hier. In Merxheim ist der Fußballprofi Reich immer noch der Marco geblieben. Vieles hat sich verändert für den 19-Jährigen. Rasend schnell sein sportlicher Aufstieg in Kaiserslautern. 11 Einsätze in dieser Saison, sein erster Bundesliga-Treffer, Tabellenführer. Sein größter Förderer ist zugleich schärfster Kritiker, Trainer Otto Rehhagel. Oder Marco hat seine Stärke in seiner Beweglichkeit und Schnelligkeit. Ist ein junger Mann, der jetzt die Chance bekommen hat, sich in fast allen Spielen hier an die Mannschaft heranzuspielen. Aber es ist noch ein weiter Weg, er ist ein großes Talent, aber es sind noch einige Dinge, die zu verbessern sind. Was er noch lernen muss, ein bisschen mit links zu üben, zu flanken und auch sein Kopfballspiel. Ich glaube, dann ist er ein perfekter Spieler, wenn er das noch lernt und er ist jung. Und deswegen glaube ich, dass das ein ganz großer werden kann. Lehrmeister Otto Rehhagel und sein Musterschüler. Eine Konstellation, die Erfolg verspricht. Er fördert mich, ich spiele bei ihm und wenn man spielt, ist man immer zufrieden mit dem Trainer. Darüber hinaus ist er für mich menschlich, wirklich kann man schon sagen, auch ein Vorbild. Seit 5 Jahren spielt Marco Reich bereits in Kaiserslautern. Er kam in der B-Jugend, heute spielt er bei den Profis. Der erste FCK, sein Traumverein. Der U21-Nationalspieler hat einen Vertrag bis ins Jahr 2001. An einen Vereinswechsel denkt er zurzeit überhaupt nicht. Hier gefällt es mir so gut. Ich habe hier alle Voraussetzungen. Ich bin hier zu Hause und vor allem, ich bin ja nicht nur Spieler vom Verein, ich bin ja auch Fan vom Verein. Und das war schon immer mein Traum, hier zu spielen und ich möchte gar nicht weg am liebsten. Große Liebe hat er auch gefunden in der Pfalz. Christina, 18 Jahre alt und seit 9 Monaten Marcos Freundin. Seit kurzem wohnen die beiden zusammen in Kaiserslautern. Sportlicher Erfolg und privates Glück. Was will man mehr? Und auch noch ein Küsschen für Sie daheim, hier bei diesen tollen Temperaturen auf dem Mönchengladbacher Bökelberg. Vor 10 Jahren letzter Sieg der Roten Teufel hier in Mönchengladbach und gegen kein anderes Team in der Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach so treffsicher wie gegen den ersten FC Kaiserslautern. Im Schnitt 2,75 Tore. Die Rückblende ist deshalb nur was für ganz Jecke.
Also hier fallen Tore, wenn diese beiden Mannschaften auf dem Bückelberg aufeinandertreffen. Und ich gebe eine Runde, wenn das heute nicht der Fall sein sollte. Jetzt aber wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und viel Spaß mit Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ihr Kommentatoren-Doppel, das sind heute Abend Tom Bayer und Friedhelm Funke. Das Topspiel. Ja, viele Tore und damit nochmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, von unserem Reporterplatz hier auf der Haupttribüne des Bökelbergs aus. Viele Tore, das ist ein gutes Stichwort, aber wir hören zunächst mal da rein, was bei der Seitenwahl unten bei den Herren Andersson, Wagner und Schiedsrichter Stark zu hören ist. Wagner, Sie haben die Wahl. Rot bitte. Rot. Machen wir rot, Sie haben Zeit. Stehen. Wir bleiben stehen. Andersson, Sie haben Anstoß. Ja. Ich wünsche ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Spiel. Haus, gutes Spiel. Spiel. Gutes Spiel. Kein gutes Spiel. Gutes Spiel. Ja, viele Tore, das ist ein gutes Stichwort. Die vielen bisher in dieser Saison, wenn es eine Bundesliga-Partie mit Mönchengladbacher Beteiligung gab. 14 Spieltagen, 51 Treffer, ein Schnitt von 3,64. Und selbst er durfte bestimmt nichts dagegen einzuwenden haben, wenn es heute Abend viele Tore geben sollte. Wolfgang Stark, der jüngste Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga. Übrigens können Sie ihm ab Mitternacht, wenn Sie wollen, zuprosten, denn er hat Geburtstag, wird morgen 28 Jahre alt. Und wir denken natürlich, wenn wir von vielen Toren gesprochen haben, auch noch an eine Partie, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Und da weiß der Friedhelm Funkel auch Bescheid, zwinkert schon mit den Augen. Ja, ich denke da natürlich nicht so gerne dran zurück, an die 4:5 Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach vor 2,5 Wochen. Die war sehr ärgerlich für uns und die Zuschauer haben damals ein sehr gutes Spiel gesehen. Für uns Trainer war es natürlich sehr. So, das war der Anstoß, lieber Borussia Mönchengladbach in den silberfarbenen Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts spielt. Das ist Roger Lutz, neu ins Team, heute wieder gekommen, obwohl er hat ja in dieser Saison auch schon gespielt, war ja eigentlich gar kein Mann mehr für die Profimannschaft, ist zurückgegangen in den Amateurkader des 1. FC Kaiserslautern. Aber Otto Rehagel, der hat sich daran erinnert, wie zuverlässig dieser Roger Lutz gerade taktische Aufgaben im defensiven Mittelfeld wahrnehmen kann und hat ihn wieder in den Profikader berufen. Hipsen. Chiquinho. Und das gibt Freistoß für Borussia Mönchengladbach nach diesem Foul an Chiquinho, wie sich es für einen Brasilianer bei diesen Temperaturen gehört. Spielt er heute Abend, hier sehen Sie es schön, mit Handschuhen. Haben wir gesehen, dass Olaf Marschall, der Kopfballstärkste im Team des 1. FC Kaiserslautern, dann bei Standardsituationen auch schön im eigenen Strafraum aushilft, um da eben seine Kopfballstärke ausspielen zu können. Stefan Paslak. Pavel Kuka,
Erste Chance für den ersten FC Kaiserslautern nach genau 3 Minuten durch Pavel Kuka, jenen Mann, der ja beinahe hier mal auf dem Bökelberg gelandet wäre, nämlich 1996 nach dem Abstieg des FCK in die zweite Fußball-Bundesliga. Da waren sich die Gladbacher und Kuka eigentlich schon einig, aber der erste FC Kaiserslautern verweigerte dem Tschechen die Freigabe. Friedhelm Funkel, was kann man sagen so zum Spielsystem der beiden Mannschaften, auch wenn erst 3,5 Minuten absolviert sind jetzt hier auf dem Bökelberg? Ja, man sieht ganz deutlich, dass der Roger Lutz wieder eine Sonderaufgabe hat, nämlich gegen den Kalle Flipsen zu spielen. Dass der Axel Roos auf der rechten Seite gegen Marcel Wittischek spielt. Das sind so die Sonderaufgaben der beiden Defensivkünstler, sage ich mal, vom 1. FC Kaiserslautern. Und das macht der Otto ja gerne, dass er halt spielstarke Gegner in Manndeckung nimmt. Auf der anderen Seite hat Hausweiler die Aufgabe, gegen Ciriaco Sforza zu spielen. Auch das ist nach 3-4 Minuten schon deutlich zu erkennen. Damit hätten wir die Rollen heute Abend schon verteilt. Der erste FC Kaiserslautern ja auswärts ungemein selbstbewusst agierend in dieser Saison. Neben dem FC Bayern München ja die einzige Mannschaft, die in fremden Stadien noch kein Spiel verloren hat. Wenn man das Abstiegsjahr 95-96 noch mit einbezieht, dann währt diese Serie jetzt seit sage und schreibe 12 Spielen. Und die begann übrigens hier auf dem Mönchengladbacher Bökelberg am 16. April 1994. Damals spielten die beiden Mannschaften hier 1:1. Uwe Kamps, den haben wir ja ausführlich vorgestellt eben vor dem Spiel. Sforza. Paulan Chiquinho, der Brasilianer, in den letzten 9 Spielen nie von Anfang an dabei, war zwischenzeitlich allerdings auch mal verletzt. Für ihn also fast schon wieder eine Art ungewohntes Gefühl, heute Abend hier vom Anpfiff an auf dem Rasen zu stehen. Pass von Chiquinho, kein Problem für Miroslav Kadlec, der von Otto Rehagel eine Woche Sonderurlaub erhalten hat in der Heimat. Konnte frische Kräfte tanken während der Länderspielpause und Abseitsposition von Pavel Kuka. Man sieht, dass Pavel Kuka ganz vorne spielt, Olaf Marschall ein bisschen als hängende Spitze heute agiert. Pavel Kuka, dreifacher Torschütze in dieser Saison, alle 3 Treffer hat er auswärts erzielt. Ja, der Pavel ist ein sehr konterstarker Spieler und aufgrund seiner Schnelligkeit natürlich sehr, sehr gefährlich. Und die Lauterer spielen hier total auf Konter, sie ziehen sich weit zurück und versuchen, die Gladbacher kommen zu lassen. Noch abgefälscht der Ball. Nach diesem Schuss von Martin Schneider. Ja, der Schuss an sich wäre wahrscheinlich weit vorbeigegangen, aber dadurch, dass der
Juskowiak war es, den Ball noch abfälscht, wurde er sehr gefährlich für Torwart Reinke. Und da musste nach hinten der Lauterer Keeper. Eckstoß für Borussia Mönchengladbach. Der war schwer zu nehmen, der Ball hat er mit vollem Risiko versucht, der Marcel Wittecek, einziger Gladbacher Feldspieler übrigens, der in dieser Saison von der ersten bis zur letzten Minute in allen 14 Spielen auf dem Platz gestanden hat. Marcel Wittecek, vorher ja auch mal 2 Jahre auf dem Betzenberg beim ersten FC Kaiserslautern aktiv, bevor er zum FC Bayern nach München gewechselt ist. Wolfgang Stark, der Schiedsrichter, sein 8. Bundesligaspiel pfeift da. Bislang ist er in seinen bisherigen 7 ohne jeglichen Platzverweis ausgekommen. Hätte der Patrick Andersson eigentlich noch Zeit gehabt, den Ball in Ruhe anzunehmen? Ja, ein Spieler, der so viel Erfahrung hat, hätte in der Situation sich besser verhalten müssen. Nicht bedrängt. Foulspiel von Sforza an Flipsen. Passlack gegen Wagner. Stefan Passlack, der es auch nicht leicht gehabt hat in den letzten Wochen und Monaten. Seine Formkurve ist nach unten gegangen hier in Mönchengladbach, nachdem er ja fast genau vor einem Jahr noch 2 Länderspiele absolviert hat in Armenien und gegen Nordirland. Friedhelm Funkel, Sie kennen den ja noch bestens aus gemeinsamen Uerdinger Zeiten. Ja, der Stefan ist ein sehr zuverlässiger Spieler, der aber das hundertprozentige Vertrauen, die hundertprozentige Rückendeckung vom Trainer braucht. Abseits, abseits. Ja, Abseitsposition von Per Pedersen. Und wenn er die hat, dann ist der Stefan auch ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler, sehr torgefährlich. Hat in Uerdingen pro Saison so 6 bis 8 Tore erzielt. Hier in Gladbach ja auch schon 2, glaube ich, in dieser Saison. Und ist bei Standardsituationen immer sehr gefährlich. Er hat sogar schon 3 Tore gemacht, der Stefan Passlack. Zuletzt ja noch das Führungstor im letzten Heimspiel gegen Borussia Dortmund, schon nach 4 Minuten per Kopf zum 1:0. Otto Rehagel, die Ruhe selbst. Und neben ihm auf der Bank Andreas Brehme, der auch heute wieder nicht zu seinem 300. Bundesliga-Einsatz kommen wird. Aber das kennen wir ja schon aus den vergangenen Wochen. Da hat Andreas Brehme, wenn er nicht in der Anfangsformation stand, und das war ja meistens der Fall, er hat ja erst 3-mal gespielt, auf seinen Platz auf der Reservebank zugunsten eines jüngeren Mannschaftskameraden freiwillig verzichtet. Bock versucht es mal alleine. Das war gar nichts, meinte zu Recht Wolfgang Stark. Viel kommt über die rechte Seite bei den Mönchengladbacher Angriffen in dieser Anfangsphase.
Chiquinho und Paslak. Und da entscheidet Herr Stark auf Freistoß für Borussia Mönchengladbach nach diesem Foul an Karl-Heinz Flipsen. Werner stand alleine gegen zwei lautere Gegenspieler, gegen Martin Wagner und gegen Ciriakos Forza. Das ist natürlich nicht einfach für den jungen Mann aus Brasilien, der ja eigentlich schon sich selbst auch bei Borussia Dortmund wähnte. Zu Saisonbeginn, da war er sogar schon auf dem offiziellen Mannschaftsfoto des BVB präsent. Aber als dann Rolf Rüssmann, der Manager von Borussia Mönchengladbach, gehört hat, dass da in Bezug auf einen Vertrag mit dem BVB alles andere als hieb- und stichfest geklärt war, dass Chiquinho nach Dortmund wechseln würde, da hat er gleich selber zugegriffen und den Brasilianer hier auf den Bökelberg geholt. Friedhelm Funkel, da gibt es kaum ein Durchkommen bislang, weder für den ersten FC Kaiserslautern noch für Borussia Mönchengladbach. Die Abwehrreihen halten hinten dicht bislang. Ja, das Spiel hat bisher keine großartigen Torszenen letztendlich gebracht. Eine einzige, dieser abgefälschte Schuss von Schneider, der von Juskowiak abgefälscht wurde. Ansonsten spielt sich sehr viel im Mittelfeld ab. Sie versuchen es immer wieder über die rechte Seite. Oh, das hat der Chiquinho geschickt gemacht. Also das war nicht unbedingt ein Foul. Vielleicht sieht man es nochmal in der Wiederholung. Beklammert haben sie kräftig, ja. Aber beide. Jetzt lässt er sich fallen. Und jetzt lässt er sich fallen, ohne dass Martin Wagner dazu was beigetragen hätte. Aber den Freistoß gibt es trotzdem. Verständnis, bitte check. Reinkert aufgepasst. Ja, ich glaube, er ist noch getroffen worden. Ja. Gute Flanke von Marcel. Ja, und Andrzej Juskowiak war es, der da Andreas Reinke noch erwischt hat. Da muss man als Stürmer nicht mehr unbedingt hingehen, weil der Andreas Reinke den Ball an für sich sicher gehabt hat. Aber Gott sei Dank ist auch nichts passiert. Kann wieder mitspielen, der Andreas Reinke. Andreas Buck. An zwei Gladbachern war er vorbei, der dritte ist dann einer zu viel. So, die etwa 30.000 Zuschauer. Ich schätze mal, dass es ungefähr so viele sind auf dem Bökelberg. Die versuchen jetzt ihre Mannschaft hier
hier mal wach zu rütteln mit den entsprechenden Anfeuerungsrufen. Nachdem ja bislang herzlich wenig passiert ist in den ersten 18 Minuten, hätte das Spielfeld auf beiden Seiten auch durchaus 10 Meter kürzer sein können. Und wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn beide Mannschaften jetzt hier den gegnerischen 16-Meter-Raum zunehmend mit in ihr Spiel einbeziehen würden. Hitecek. Kein Handspiel, sagt Wolfgang Stark. Oh! Hat das einfach mal versucht, der Marcel Hitecek. So ungefährlich war das gar nicht. Und dann Andreas Reinke. Und da musste auch hingehen, der hätte gepasst. Der hätte in der Tat gepasst. Spiel an Michael Klinkert. Von Olaf Marschall und die Geste von Wolfgang Stark ist klar, deutet auf seine Brusttasche. Beim nächsten Mal gibt es Gelb. Lieber Herr Marschall. Das hätten wir vielleicht auch diesmal schon geben können, oder? Ja, ich meine, aber der Schiedsrichter will sich nicht so früh schon unter Zugzwang bringen und das Foul war auch halb so wild. Der Michael kann sofort weitermachen und da muss man nicht unbedingt gelb sein. Von Karl-Heinz Flipsen. Und die Kopfballchance von Andrzej Joskowiak. Und er greift sich jetzt auch mit beiden Händen an den Kopf, denn das war eine dicke Chance. Und Andreas Reinke, der war zwar draußen, aber den Ball hat er nicht erwischt. Hier sehen wir es nochmal. Abgefälscht noch die Flanke. Andrzej Joskowiak. Heute wieder mal von Anfang an, nachdem er ja zuletzt als Joker in Duisburg erfolgreich war. Friedhelm Funkel, ich verspreche, ich werde es nicht vertiefen, aber zwei Tore hat er trotzdem gemacht. Ja, nach seiner Einwechslung in der 69. Minute. Das waren die entscheidenden Tore letztendlich für Borussia Mönchengladbach zum Sieg. Ja, jetzt haben sich die Lauterer natürlich alle schon in Seelenruhe wieder vor dem eigenen Strafraum formieren können. Und da wird es dann natürlich schwer für Borussia Mönchengladbach. Und prompt sind die Gäste wieder im Ballbesitz mit Miroslav Kadlec. Miroslav
Michael Schönberg-Christensen, der Däne. Und wenn ich eben bei Marcel Wittecek gesagt habe, dass er der Mönchengladbacher, der einzige Mönchengladbacher Feldspieler ist, der jede Minute dieser Saison bislang gespielt hat, so gilt das auf der anderen Seite beim 1. FC Kaiserslautern für Michael Schönberg-Christensen. Auch er in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Hannes Bongartz, er wird auch nicht zufrieden sein. Weiß natürlich auf der anderen Seite auch um die Chance, die seine Mannschaft hat, nochmal oben wieder heranzukommen. Denn das ist ja nach wie vor das Saisonziel von Borussia Mönchengladbach. Das Erreichen eines UEFA-Cup-Platzes. Bis zur Winterpause hat man noch 6 Spiele inklusive der heutigen Partie. 4 davon auf dem heimischen Bökelberg. Da gilt es dann auch, den einen oder anderen Punkt noch wettzumachen gegenüber der Konkurrenz bis zur Winterpause. Friedhelm Funkel, woran liegt es, dass hier noch nicht so allzu viel passiert ist bislang? Fehlt da die Kreativität auf beiden Seiten? Läuft es nicht bei solchen Spielern wie Kalle Flipsen auf der einen oder Ciriaco Sforza auf der anderen Seite? Ich glaube, dass die Gladbacher zu langsam von hinten heraus Fußball spielen, dass die Lauterer immer wieder Gelegenheit haben, sich hinten zu formieren. Das dauert zu lange. Kalle Flipsen ist sehr gut bewacht im Grunde von Roger Lutz. Man sieht sehr wenig von ihm, aber man sieht, wenn man aufs Spielfeld guckt, dass der Roger auch immer dabei ist. Er ist nur einen halben Meter weit weg und es dauert einfach zu lange. Und was mich ein bisschen enttäuscht, die Lauterer tun zu wenig, um vorne ein Tor zu erzielen. Es ist zu wenig Risikobereitschaft da. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Minuten noch ändert. Denn sie sind Spitzenreiter und sie wollen im Grunde hier den Bökelberg als Sieger verlassen, aber dafür müssen sie mehr tun. Und wenn sie heute gewinnen würden, dann hätten sie wieder 4 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München und dann wäre die Herbstmeisterschaft sicherlich ein sehr realistisches Ziel vor dem Hintergrund, dass ja dann nur noch 2 Partien zu spielen wären. Sforza! Jetzt hat er es mal versucht, der Ciriaco Sforza, der Schweizer Nationalspieler. Es waren bestimmt 25 Meter. Und Uwe Kamps hat aufgepasst. Marschall. Bei den Gladbachern sieht man natürlich auch, dass so erfahrene Spieler wie Effenberg oder auch Christian Hochstetter der Mannschaft schon fehlen. Das sind Leute, die Ideen haben, die einen überraschenden Pass mal spielen und das fehlt mir ja. Der Hausweiler ist kein schlechter Bundesligaspieler, aber er ist keiner, der mal den Pass in die Spitze spielen kann, der ein Spiel beschleunigen kann und von daher ist das bisher sehr, sehr wenig. Ja, aber das kann man natürlich auch von so einem jungen Burschen wie dem Markus Hausweiler nicht verlangen. Da müssten dann eigentlich auch mal andere in der Lage sein, in die Bresche zu springen. Chiquinho hat das jetzt schön gemacht. Und der Reinke vor Joskowiak. Ja, über die rechte Seite, da sind die Gladbacher schon gefährlich. Mit Stefan Paslak, der jetzt 2, 3 gute Flanken reingebracht hat. Über links tut sich überhaupt nichts.
beim 1. FC Kaiserslautern. Dasselbe wie bei Borussia Mönchengladbach. Auch hier wird der Ball lange im Mittelfeld gehalten. Zu lange, nämlich so lange, bis sich der Gegner formiert hat. Und dann gibt es kaum noch ein Durchkommen. Und das sieht man jetzt an dieser Aktion, als Cutlets dann letzten Endes in der eigenen Hälfte stehend den Ball noch zurück zu Geber Reinke spielen muss. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit für Andreas Buck. Tor! So schnell kann es gehen. Andreas Buck erzielt das 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern und macht damit gleich sein erstes Bundesligator für seinen neuen Verein, nachdem er ja zu Saisonbeginn vom VfB Stuttgart gekommen ist. Ja, hier sehen wir es nochmal, wie Martin Schneider den Andy Buck völlig frei durchziehen lässt. Und dann wird Uwe Kamps getunnelt, aber den Gladbacher Keeper kann man hier wahrlich keine Schuld zuweisen. Nein, der Martin Schneider verlässt sich einfach darauf, dass sein Mannschaftskollege das Kopfballduell gegen Kuka gewinnt. Aber der Kuka hat es gewonnen und der Andy Buck hat darauf spekuliert und kommt dadurch in Ballbesitz völlig frei vor Uwe Kamps und nutzt diese Chance eiskalt aus. Also Uwe hat überhaupt keine Möglichkeit hier das Tor zu verhindern. Und damit hält wieder eine Negativserie aus Sicht von Borussia Mönchengladbach. Die Gastgeber in noch keinem einzigen Spiel in dieser Saison haben sie zu Null spielen können. Und das ist dann jetzt heute Abend ab der 29. Minute auch schon wieder erledigt, dieses Thema. Und vielleicht setzen die Lauterer jetzt sogar noch einen drauf. Ja, das war eigentlich ein Tor, das aus dem Nichts fiel. Hier schauen wir nochmal, ob das vielleicht abseits war nach dieser Kopfballvorlage auf Andreas Buck. Aber ich würde mal sagen, das war schon ein korrektes Tor. In der Mitte stand Klinkert noch. Näher zum eigenen Tor postiert. Also korrektes Tor für den 1. FC Kaiserslautern zum 1:0 durch Andreas Buck. Und Passlag und die Chance für Juskowiak. Ja, gibt's das denn? Ja, freier kann man eigentlich am gegnerischen 5-Meter-Raum nicht mehr zum Kopfball kommen. Was Friedhelm Funkel eben gesagt hat, wieder eine tolle Flanke von Stefan Passlack. Ja, und Missverständnis in der Mitte zwischen Harry Koch und Miroslav Gatlec, die Juskowiak vollkommen freilassen. Und das muss ein Tor sein. Also besser kann man im Grunde die Flanke nicht reinbringen. Super Flanke von Stefan Passlack und den muss der Juskowiak machen. Ja, da gibt es kein Wenn und Aber, das weiß er natürlich auch selber. Der 27-jährige Pole Andrzej Juskowiak. Das hätte eigentlich sein vierter Saisontreffer sein müssen. Und das wäre natürlich wichtig gewesen für Borussia Mönchengladbach, so kurz nach dem Lauterer Führungstor hier zum Ausgleich zu kommen. Ja, aber die Lauterer müssen sich auf der linken Seite was einfallen lassen, sonst wird irgendwann mal dort ein Tor auch vorbereitet. Marschall holt sich aus dem Mittelfeld die Bälle. Oh, eine der ganz wenigen Fehlpässe, die man von Ciriakos Forza sieht. Zwei Dänen unter sich, Pedersen und Schönberg Christensen.
Diesmal hat er nicht geflankt, der Stefan Paslak. Diesmal hat er sich nach vorne gemogelt in den Strafraum. Kopfballchance für ihn nach dieser Flanke von Chiquinho. Aber hat er nicht genug Druck hinter den Ball bringen können. Miroslav Katlec, der Libero des 1. FC Kaiserslautern. Sein Vertrag läuft ja zum Saisonende aus. Eigentlich hat er auch vor, in die Heimat zurückzukehren, nach Tschechien. Dort vielleicht noch ein Jahr zu spielen. Aber wenn es nach Otto Rehhagel geht, dann könnte der Miroslav Katlec durchaus noch ein weiteres Jahr Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern vertragen. Ist immer noch ein wichtiger Mann für die Pfälzer. Das gibt Eckstoß. Harry Koch, der Manndecker, der vor zwei Jahren aus Vestenbergsgreuth kam zum 1. FC Kaiserslautern. Das muss er nicht pfeifen, das war Vorteil. Zehn Minuten noch bis zum Halbzeitpfiff. 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern durch das Tor von Andreas Buck in der 29. Minute. Eins muss man den Pfälzern lassen, die Chancenauswertung liegt bislang bei 100%. Mehr Möglichkeiten gab es nichts für die Gäste vom Betzenberg. Und jetzt versuchen es wieder die vom Bökelberg. Foulspiel von Martin Schneider, da war er vielleicht ein bisschen frustriert, dass er da hängen geblieben ist bei seinem Dribbling an Harry Koch und dann das Foulspiel am Torschützen an Andreas Buck. Jeder Gladbacher eng beschattet von seinem lauterer Gegenspieler. Und wenn da nicht schneller gespielt wird, wie das Borussia Mönchengladbach bislang nur allzu selten praktiziert hat, dann wird es ganz, ganz schwer. Das hat man gesehen in den bisherigen 37 Minuten. Und die Gladbacher, die stehen ja jetzt noch zusätzlich unter Druck, seitdem sie mit 0:1 in Rückstand geraten sind. Und wieder das Doppel auf der rechten Seite, Chiquinho und Paslak. Aber darauf können sich die Lauterer jetzt natürlich zunehmend auch einstellen.
Unabhängig davon, Friedhelm Funkel, dass der 1. FC Kaiserslautern heute Abend bislang ja auch noch alles andere als eine Gala-Vorstellung abgeliefert hat. Aber was macht die Mannschaft denn so stark auswärts in dieser Saison? Denn ich meine, das will ja doch was heißen, wenn man nach 7 Auswärtsspielen immer noch ungeschlagen ist. Ja, sie steht natürlich in der Defensive sehr kompakt. Und ich habe die Lauterer auch in Bochum gesehen, da hat sie auch in der Offensive 100% überzeugt, aber auch dort haben sie defensiv sehr, sehr, sehr stark gestanden, haben dem Gegner sehr wenig Tormöglichkeiten gestattet. Das fing ja an mit dem ersten Saisonspiel in Bayern München, wo sie 1-0 gewonnen haben. Also sie stehen sehr kompakt, sie sind sehr gut, sie haben eine sehr gute Raumaufteilung, haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die sich nicht verrückt machen lässt auswärts, wenn die Zuschauer mal ein bisschen die Mannschaft vielleicht unter Druck setzen und nutzen dann wie eben ihre einzige Chance zum Tor, und das zeichnet diese Mannschaft aus. Und jetzt die Konterchance. Dauert zu lange. Der Chiriakos vorzuhaut jetzt allerdings den Ball auch erstmal nur weg. Ja, ich glaube, der ist immer mal ein bisschen abgerutscht. Er wollte mit dem Außenspann in die Mitte zu Kuka spielen, denn solch ein Querschläger ist man von Chiriakos überhaupt nicht gewohnt. Aber er kann sich es ja im Grunde genommen auch erstmal leisten, der Chiriakos Forza. Seine Mannschaft führt mit 1-0. Und die Borussia ist jetzt gefordert. Und der Riesenkopfballchance von Andrzej Joskowiak, der werden sie möglicherweise noch nachtrauern, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie allzu viele Chancen dieses Kalibers heute Abend gegen den FCK bekommen werden. Flipsen! Das gibt's nicht. Martin Schneider war's. Jetzt habe ich gesagt, so viele Chancen dieses Kalibers bekommen die nicht. Man soll sich als Kommentator lieber immer zurückhalten in diesen Situationen. Es hat keine 10 Sekunden gedauert, da war die Chance da. Gut vorbereitet hier von Joskowiak und Flipsen. Reinke noch sehr gut reagiert. Ja, er war natürlich von hinten bedrängt von Andreas Buck. Ja, hier hat man gemerkt, dass der Martin Schneider kein Torjäger ist. Ein Torjäger hätte vielleicht versucht, den Ball nur mit der Fußsohle ins Tor zu drücken. Ich glaube, dass das in diesem Moment ausgereicht hätte. Glück für Lauter. Michael Klinkert, kopfballstarker Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach. Einer der Routiniers in diesem Team. Spiel an Pavel Kuka, sagt Wolfgang Stark, der Unparteiische. Hier unsere Halbzeit-Themen. Als Gast haben wir den Manager von Borussia Mönchengladbach, Rolf Rüssmann. Und wir sehen einen Film über den ehemaligen Mönchengladbacher Trainer Bernd Kraus, der bislang so erfolgreich gearbeitet hat bei Real Sociedad San Sebastian in Spanien. Ja, so nicht, muss man da wohl sagen, aus Mönchengladbacher Sicht. Und man muss sich schon fast fragen, Friedhelm Funkel, da jetzt nur noch 2 Minuten zu spielen sind in der ersten Halbzeit, was müsste Hannes Bongartz im Hinblick auf die zweite Halbzeit ändern beim Spiel seiner Mannschaft? Ja, er muss versuchen, seiner Mannschaft in der Halbzeit mit auf den Weg zu geben, dass sie schneller spielen muss, dass sie risikoreicher spielen muss,
dass ich auch mehr die linke Seite mit einbeziehen muss. Achtung. Und dass sich auch beide Spitzen im Grunde noch besser bewegen müssen, damit sie Anspielstationen schaffen. Denn so wie sie im Moment spielen, wird es sehr schwierig, die Lauterer in Verlegenheit zu bringen. Spiel an Chiquinho. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, mit einer Standardsituation zum Torerfolg zu kommen. Den hätten wir auch nicht geben müssen, den Freistoß. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Pfiff, sogar noch 8 Sekunden zu früh von Schiedsrichter Wolfgang Stark. Pfiff hier auf dem Bökelberg, vorrangig natürlich gegen die eigene Mannschaft. Kein großes Spiel, das kann man weiß Gott nicht behaupten, was in diesen ersten 45 Minuten geboten wurde. Aber dem ersten FC Kaiserslautern, dem wird es egal sein, denn der Tabellenführer führt heute Abend hier auf dem Bökelberg mit 1:0. Durch das Tor von Andreas Buck in der 29. Minute, der damit gleichzeitig die einzige Chance der Gäste aus der Pfalz in dieser ersten Halbzeit verwerten konnte. Und bei uns gibt es jetzt Interviews mit Marinus Bester und Babak Milani. Stefan Passlack, habt ihr euch in der ersten halben Stunde so ein bisschen einschläfern lassen von Kaiserslautern? Nein, das glaube ich nicht. Kaiserslautern hat eine Chance gehabt, hat direkt draußen ein Tor gemacht. Ich glaube, das war auch abseits. Wir haben genug Chancen gehabt, um 2 oder 3 einzuführen. Glasklare Chancen. Müsst ihr in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen riskanter spielen? Ja, wir müssen weiter so nach vorne spielen. Die Chancen werden wir auch in der zweiten Halbzeit haben. Nur da müssen wir so langsam mal reinmachen natürlich. Okay, danke schön. Gleich geht's weiter. Das So, herzlich willkommen in der Halbzeitpause, liebe Zuschauer. Der Manager von Borussia Mönchengladbach ist auf dem Weg zu uns, aber derweil wollen wir die Zeit überbrücken und Ihnen schon einmal die aktuellen Halbzeitergebnisse liefern von den anderen Plätzen. Die liegen nämlich schon vor, so wollte ich sagen. Also, Bielefeld führt 1:0 durch einen Foul-Elfmeter von Stefan Kunz gegen Hertha BSC Berlin. VfB Stuttgart 1:0 gegen Hansa Rostock zur Pause seit der 11. Spielminute durch Jordiewicz. Und 1860 gegen den 1. FC Köln 1:0 durch den Löwen Agostino in der 23. Spielminute. So, und Sie haben eine Stimme der Pfälzer vermisst. Kein Problem, liefern wir jetzt nach mit Babak Milani. Andi Brehme, ist die 1:0-Führung das Resultat eures großen Selbstvertrauens? Ja, ich meine, wenn man jetzt die 45 Minuten betrachtet, hätten die Mönchengladbacher mit Sicherheit auch das eine oder andere Tor machen können. Aber ich meine, wir sind zufrieden, wir führen 1:0 und mir wäre es lieber, der Schiedsrichter jetzt in der 90. Minute abgepfiffen. Andi, warum spielt ihr so verhalten? Auf Verhalten, das kann man nicht sagen. Also wir sind davon ausgegangen, dass der Stefan Effenberg spielt und da sollte der Olaf Marschall gegen spielen und er spielt jetzt nicht und ich glaube, wir nehmen auch gleich eine andere Einwechslung vor. Müsste nicht auf der linken Abwehrseite noch ein bisschen nachbessern, weil wenn Gladbach gefährlich wird, dann immer über die Seite. Ja, aber dafür bin ich jetzt nicht zuständig, wenn ich jetzt sage, na klar, auf der linken Seite oder auf der rechten. Haben Sie auch gesehen, ne? Das ist egal, aber das gehört sich nicht als Spieler, dass man da gegen die anderen Kameraden irgendetwas sagt. Das ist auch eine Antwort. Danke, Andi. Bitte. Ja, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit. Und wenn wir auf die Statistik vertrauen dürfen, dann hat der erste FC Kaiserslautern schon so gut wie gewonnen. Denn jedes Mal, wenn die Pfälzer in einem Auswärtsspiel in dieser Saison in Führung gegangen sind,
dann haben sie am Ende auch alle drei Punkte einkassiert. Bei den drei Unentschieden 0:0 in Köln, dann 1:1 in Leverkusen, da lagen sie in Rückstand, und in Dortmund beim 2:2 sogar 0:2. Aber jedes Mal, wenn sie halt in einem fremden Stadion auch in Führung gegangen sind, dann hieß es am Ende Sieg für den ersten FC Kaiserslautern. Aber Statistik soll ja angeblich nur dafür da sein, dass sie irgendwann widerlegt wird. Und das könnte natürlich auch heute Abend noch der Fall sein, wenn Borussia Mönchengladbach besser spielt, mehr tut als in den ersten 45 Minuten. Und er ist natürlich zufrieden. Otto Rehhagel, der Trainer des ersten FC Kaiserslautern, der bislang einen relativ geruhsamen Abend auf seiner Trainerbank verbringen konnte, sieht man mal von den dicken Chancen ab, die da Rolf Usmann eben auch noch, oder deren Auslassen er beklagt hat, von Andrzej Juskowiak und Martin Schneider. Und ich höre, dass Marinus Bester Hannes Bongartz noch am Mikrofon hat. Hannes Bongartz, ihr habt euch so viel vorgenommen für das Spiel heute. Was geben Sie Ihrer Mannschaft in die zweite Halbzeit mit? Ja gut, die Mannschaft hat gut gespielt, eine Unachtsamkeit. Ich glaube, es war sogar Abseits, ich muss es mir nochmal ansehen. Sind wir es war kein Abseits. War kein Abseits, naja, aber eine Chance, und wir hatten drei glasklare. Leider haben wir das Tor nicht gemacht, und wir müssen versuchen, diese Chancen wieder rauszuarbeiten. Okay, danke schön. Ja, wir müssen versuchen, diese Chancen wieder rauszuarbeiten, da hat er recht. Und dann mussten sie natürlich auch irgendwann mal verwertet werden. Aber der erste FC Kaiserslautern wird jetzt natürlich weiterhin die defensive Marschrichtung der ersten Halbzeit befolgen, mit der man ja auch hier zur zwischenzeitlichen Führung zumindest erstmal gekommen ist. Ja, sie haben keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Beide Mannschaften sind auch personell, soweit man das beobachten kann, unverändert aus der Kabine gekommen. Und die Lauterer werden weiter auf Konter spielen, und das machen sie ganz ordentlich, zumindest was die Defensivarbeit angeht. Und da ist Borussia Mönchengladbach gefordert, eben nochmals die Tormöglichkeiten rauszuspielen und dann auch zu verwerten. Vielleicht hilft es den Gladbachern, dass sie jetzt in der zweiten Halbzeit auf ihr Lieblingstor spielen, auf das vor der Nordkurve nämlich, auf der immer die treuesten der treuen Gladbacher Fans stehen und die Spiele von dort verfolgen. Foulspiel von Axel Roos an Martin Schneider. In einer bislang, das müssen wir glaube ich auch mal sagen, sehr, sehr fairen Partie. Und es ist nicht umsonst so, dass Schiedsrichter Wolfgang Stark aus Landshut bislang ohne das Zücken einer einzigen gelben Karte ausgekommen ist. Und ich glaube, man muss an dieser Stelle bisher auch dem Schiri ein Kompliment machen. Der hat das Spiel sehr, sehr gut im Griff, ohne großartige Theatralik. Und das gefällt mir. Großes Schiedsrichtertalent, kann man ja vielleicht noch sagen. Wir haben ja eben beim Anpfiff gesagt, morgen hat er Geburtstag, dann wird er 28 Jahre alt, jüngster Bundesliga-Schiedsrichter. Er hat ja auch erst 7 Spiele auf dem Buckel in der Fußball-Bundesliga, dies ist sein 8. Und da kann sich der Martin Schneider von Borussia Mönchengladbach schon mal ein bisschen was abschauen. Der will ja nach Beendigung seiner aktiven Karriere die Schiedsrichterlaufbahn in der Bundesliga einschlagen. Aber heute Abend wird er natürlich dazu keine Zeit haben, sich hier irgendetwas abzuschauen. Er kann auch Kopfball spielen, der Andreas Reinke. Ja, der Andreas Reinke ist überhaupt ein sehr guter Fußballspieler. Ich weiß das noch von meinem Bruder, der ja mit ihm zusammen in Lauter gespielt hat. Also hat er keine Probleme. Und Tor! Pavel Kuka macht das 2:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Erzielt sein 4. Tor in der laufenden Saison. Tja, vielleicht schon so eine Art Vorentscheidung, aber ja, wir haben natürlich noch lange zu spielen. Ja, aber wenn die Lauterer einmal 2:0 führen, da wird es in der Tat sehr, sehr schwer. Und Ausgangspunkt war im Grunde der Versuch, einen Eckball zu verhindern von Uwe Kamps, indem er den Ball nach vorne spielt, in die Füße von Axel Roos. Und der nutzt das natürlich hervorragend aus, setzt sich gegen zwei Mann durch, kluger Rückpass, hervorragendes Verhalten von Pavel Kuka.
Und somit steht 2:0. Und der Michael Klinkert stand 2-3 Meter weg vom Torschützen und schon war es passiert. Pavel Kuka macht sein viertes Tor in der laufenden Saison, sein viertes Auswärtstor. Zweimal hat er in Bochum unter anderem getroffen, einmal in Karlsruhe und jetzt hier in Mönchengladbach. 2:0 für den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. Und das dürfte den Nerven der Gladbacher Borussen, die ohnehin ein bisschen angekratzt zu sein scheinen, nicht gerade gut tun. Ich meine, das ist das Spiel, was die Lauterer lieben, jetzt aus einer kompakten Abwehr heraus zu kontern. Und jetzt wird es ganz schwer für Borussia Mönchengladbach. Hier sehen wir nochmal das Tor in der Entstehung. Axel Roos geht da durch zwei Gladbacher durch. Und dann schaut er, hat sogar die Zeit noch zu schauen. Und Pavel Kuka, unbehelligt von Michael Klinkert, macht das 2:0. Zwei Torschüsse, ein Tor, auch das eine gute Quote. Also jetzt standen sie beide schon wieder frei, der Pavel Kuka und 5 Meter weiter links von ihm auch noch der Olaf Marschall. Da herrscht im Moment regelrecht Unordnung in der Abwehr von Borussia Mönchengladbach. Das ist natürlich jetzt auch eine bittere Pille, da hat man sich sicherlich viel vorgenommen für die zweite Halbzeit, den Rückstand wettzumachen und dann sind gerade mal 4 Minuten gespielt und dieser Rückstand hat sich sogar noch verdoppelt. Ganze zweimal in 31 gemeinsamen Bundesliga-Jahren hat der erste FC Kaiserslautern hier den Bökelberg gestürmt, sprich hier gewonnen. 20 Mal hieß der Sieger Borussia, 9 Mal trennte man sich unentschieden. Der letzte Pfälzer Sieg am 28. Februar 1987 liegt also schon länger als 10 Jahre zurück. Heute könnte es mal wieder klappen aus Sicht des ersten FC Kaiserslautern. Jetzt wie nervös die Gladbacher sind bei diesem Spielstand von 0:2. Unsicherheiten im Abspiel. Aber jetzt Juskowiak gegen Lutz. Wenn die Borussen hier an dem Ergebnis noch was zum Positiven verändern wollen, dann müssen sie auch von der Bank, glaube ich, noch einen Offensivspieler bringen. Weil so reicht es, glaube ich, nicht. Er hat ja noch 2 Stürmer auf der Bank, der Hannes Bongartz mit Jörgen Pettersson, dem Schweden, und mit dem jungen Marco Villa. Ich
Hier sieht man mal, wie ein Nationalspieler wie Olaf Marschall für die Mannschaft auch nach hinten arbeitet. Er sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt und das zeichnet die Lauterer aus. Da haben wir ihn. Er, der ja noch am vergangenen Samstag im Düsseldorfer Rheinstadion gegen Südafrika zu einem Länderspieleinsatz kam. Zweite Halbzeit gespielt, wurde dafür Ulf Kirsten eingewechselt, der Olaf Marschall. Abseitsposition. Kein Problem. Für Georg Greipel, den Schiedsrichterassistenten auf der anderen Seite. Und jetzt gibt es die erste Auswechslung bei Borussia Mönchengladbach. Per Pedersen geht, der Däne, und Jörgen Pettersson kommt, der Schwede. Und damit sind viele Fans auf der Nordkurve hier auf der Nordtribüne überhaupt nicht einverstanden. Da gibt es schon die ersten Bongards-Rausrufe. Ja, ich glaube, dass sie aber in dem Fall nicht berechtigt sind. Man sah bei der Auswechslung, dass Herr Pedersen Probleme hatte im Bereich des Rückens. Er war verletzt und das sollte man eigentlich auch draußen sehen. Und ihn hat der Trainer bestimmt nicht ausgewechselt, der Hannes Bongertz, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil er einfach nicht mehr weiterspielen konnte. Außerdem hat Per Pedersen sicherlich zumindest ein bisschen unglücklich gespielt, finde ich. War sein viertes Bundesligaspiel. Bislang ist er ja noch ohne Torerfolg. Und vielleicht sorgt der Jörgen Pettersson ja auch jetzt wirklich für frischen Schwung im Angriffsspiel der Mönchengladbacher. Sie könnten es, weiß Gott, gut brauchen, die Gastgeber. Foulspiel an Stefan Paslak. Jetzt zeigt er gelb. Jetzt gibt es die erste gelbe Karte. Und Martin Wagner erkundigt sich erstmal nach Paslaks Befinden. Auch dieses Foul war halb so wild. Der Stefan wird sofort weiterspielen. Martin Wagner, Sie haben es gesehen, erst die zweite gelbe Karte in der laufenden Saison. Von einer Gelbsperre bedroht ist heute Abend ohnehin kein Spieler, weder bei Borussia Mönchengladbach noch beim FCK. Unsicherheit bei Andreas Reinke. Da ist aber auch weit aus dem Kasten gekommen. Ja, ist ein Torwart, der im Grunde auch im Strafraum mitspielt. Und man hat es vor der Flanke schon gesehen. Er stand 7-8 Meter vom Tor, hat mit dieser Flanke gerechnet und hat es auch im Grunde richtig gemacht. Wir haben gerade von unten die Nachricht bekommen, dass Per Pedersen in der Tat wegen einer Verletzung ausgewechselt worden ist. Hat sich eine Zerrung zugezogen in der Gesäßmuskulatur, konnte also gar nicht weiterspielen. Juskowiak gegen Kadlec. Die Gladbacher erhöhen jetzt den Druck. Chiquinho. Kein Foul, sagt Herr Stark. Spielen nach wie vor hinten sehr engagiert, sehr konzentriert, die Lauterer, auch wenn jetzt Kadlec einen Fehlpass spielt. Paslak! Flipsen! Oh, da hat es jetzt aber lichterloh gebrannt. Nach diesem Distanzschuss von Paslak. Ja, wenn den Gladbachern in dieser Phase jetzt vielleicht das Anschlusstor gelingt, dann kann das Spiel nochmal kippen.
aber sie müssen ein Tor erzielen. Sie machen viel Druck. Und das gibt den nächsten Eckball. Hier sehen wir die Szene nochmal, den Schuss von Stefan Paslak, den Andreas Reinke nicht festhalten kann. Aber dann reagiert er gut. Fünfte Ecke für Borussia Mönchengladbach. Und das halbe Dutzend ist voll. Jetzt werden auch die Zuschauer wach natürlich, weil das Publikum natürlich auch spürt, die Borussia will sich hier nicht willenlos in das Schicksal der ersten Heimniederlage dieser Saison ergeben, macht jetzt Druck. Und weil der Ball nicht wiederkommt, nimmt man eben einen neuen. Da kommt er dann doch zurück. Vielleicht hätte es mit dem neuen Ball besser geklappt für Borussia Mönchengladbach. Abseits angezeigt, aber Vorteil sehr gut gesehen von Schüring. Spiel von Kuka an Martin Schneider. Lauterer lassen sich jetzt sehr weit reindrängen. Von Sforza sieht man im Moment sehr, sehr wenig. Ja, der Druck der Borussia nimmt zu. Marcel Wittecek hat es da versucht. Ja, mit seinem etwas schwächeren rechten Fuß. Kein Problem für Reinke. Gehen sie auch ein bisschen energischer in die Zweikämpfe, die Mönchengladbacher Spieler, das spürt man ganz deutlich. Und dann gibt es auch Ballverluste beim Gegner. Bisschen überhastet jetzt vielleicht hier abgeschlossen von Marcel Wittecek. Zweiter Distanzschuss innerhalb von anderthalb Minuten, diesmal mit dem stärkeren linken Fuß. Aber da hat er auch nicht genug Druck hinter den Ball gebracht. Nein, auch das war überhaupt kein Problem für Reinke. 17:7 die Torschussbilanz für Borussia Mönchengladbach. Aber was den Zuschauern auf dem Nachhauseweg im Gedächtnis haften wird, wenn es dabei bleiben sollte, nach Toren führt der SFC Kaiserslautern 2:0. Und diese Bilanz zeigt natürlich auch, dass man den Mönchengladbachern jetzt zumindest mal durchaus das Anschlusstor zutrauen kann. Und verdient hätten sie es jetzt mittlerweile. Chiquinho.
Ball von Axel Roos an Jörgen Pettersson. Der wollte zwar nicht wahrhaben, der Axel Roos, aber den Freistoß für Borussia gibt's. Das Tor für Borussia Mönchengladbach durch Patrick Andersson, den Mannschaftskapitän. Ja, das lag in der Luft. Die Gladbach haben sehr viel Druck gemacht, sind mehr Risiko gegangen und schönes Kopfballtor von Patrick Andersson. Drittes Tor für den Mönchengladbacher Abwehrchef in dieser Saison. Hat ja gegen Bayer Leverkusen beim 2:2 kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt zum 2:2 Endstand. Und jetzt buxiert er per Kopf zum ersten Mal heute Abend den Ball in Richtung gegnerisches Tor und gleich ist er drin. Miroslav Kalnitz kommt nicht ran und der Ball war gar nicht hart, aber der passte ganz genau gegen den Innenpfosten. Keine Abwehrmöglichkeit für Andreas Reinke. Nein, da hat der Miroslav Katlec sich einfach zu leicht überspringen lassen, nicht energisch noch hingegangen. Für Reinke gab es da nichts zu halten. Und neue Hoffnung für die Gastgeber, die dieses Anschlusstor sich allerdings auch redlich verdient haben. Aber auf der anderen Seite. Gio Skowiak, ja, solche Tore kennen wir aus früheren Zeiten, zum Beispiel von Klaus Fischer. Ja, gerade Klaus hat ja mit seinem berühmten Fallrückzieher wunderbare Tore und wichtige Tore gemacht. Den hat er eigentlich auch schön getroffen, der Gio Skowiak, aber genau auf den Keeper. Der Otto Rehagel hat jetzt den jungen Marco Reich zu sich beordert und nicht nur das, das können Sie jetzt nicht sehen, liebe Zuschauer, der zieht sich schon den Trainingsanzug aus. Das wird also in Kürze, da haben wir es, einen Wechsel geben beim ersten FC Kaiserslautern. Augenscheinlich sieht Otto Rehagel die Notwendigkeit, dass seine Mannschaft wieder ein bisschen mehr für die Offensive tun muss, nachdem man sich ja jetzt doch hier nach dem 0:2 zunehmend in die Defensive hat drängen lassen. Ja, und der Marco Reich ist natürlich ein sehr schneller Spieler, der auch auswärts gerade schon das eine oder andere Spiel entschieden hat. Und es wird höchste Zeit, dass da was passiert bei den Lauterern. So, jetzt kommt der Wechsel in der 68. Minute. Martin Wagner wird gehen. Und für ihn kommt Marco Reich. Und der Martin Wagner hat gleich auf dem Weg in Richtung Seitenauslinie die Kapitänsbinde abgelegt. Und die hat sich jetzt Olaf Marschall übergestreift. Marco Reich, den haben wir ja ausführlich vor dem Spiel porträtiert. Den 19-Jährigen in den letzten beiden Spielen gehört er zur Anfangsformation, nachdem er zwischendurch in dieser Saison eine Verletzungspause nehmen musste nach einem doppelten Bänderriss. Und hier sehen wir den neuen Kapitän des ersten FC Kaiserslautern, Olaf Marschall. Hier sehen wir nochmal das Tor, das 1:2 aus Mönchengladbacher Sicht, der Anschlusstreffer. Schöner Kopfball von Patrick Andersson, dem Schweden. Nachdem da Miroslav Kadlec ein bisschen die Orientierung bei dieser Freistoßflanke verloren hat. Da ist er wieder, der Torschütze.
Joskowiak. Schickino. Flitzen, meine Güte, was für eine Chance. Ja, aber jetzt ist Leben im Spiel. Die Borussen sehen, dass sie mehr Risiko gehen müssen, dass sie mehr offensiver spielen müssen. Und sie haben jetzt wieder riesen Torschance. Hier sehen wir es nochmal. Schöne Vorarbeit von Chiquinho. Und jetzt kommt Flipsen. Also nach Chancen hat Borussia Mönchengladbach wirklich ein deutliches Plus mittlerweile. Aber Kaiserslautern hat ein Tor mehr erzielt. Oh, diesmal hat Michael Klinker besser aufgepasst nach dem Zuspiel von Axel Rose auf Pavel Kuka. Das war auch dringend notwendig. Selbes Zusammenspiel wie beim 2:0. Hereingaben von Axel Rose und dann Pavel Kuka in der Mitte. Das sieht jetzt ganz anders aus bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt ist Zug im Spiel. Pettersson. Meine Güte noch. Was für eine Chance für Jorgen Pettersson, den Blondschopf. Ein Riesenzuspiel von Chiquinho. Joskowiak. Jetzt schwimmt der erste FC Kaiserslautern ganz, ganz kräftig in der Abwehr. Aber noch hält das Resultat aus Pfälzer Sicht. Hier sehen wir nochmal die Möglichkeit für Jörg Pettersson. Da kommt Roos nicht mehr ran. Dafür aber Reinke. Und jetzt gibt es die nächsten Wechsel da unten. Marcel Ketteler wird kommen, der junge Mittelfeldspieler bei Borussia Mönchengladbach. Und Jürgen Riesche beim 1. FC Kaiserslautern. Markus Hausweiler geht raus. Der 21-Jährige, und für ihn kommt einer, der noch ein Jahr jünger ist. Marcel Ketteler wird immerhin schon zum 10. Mal eingewechselt in dieser Saison. Junger Mann aus dem eigenen Nachwuchs. Und Otto Rehagel lässt sich mit dieser Auswechslung von Jürgen Riesche, mit dieser Einwechslung noch Zeit. Er hat die gute Laune augenscheinlich noch nicht verloren, Michael Schönberg-Christensen. Obwohl er natürlich auch weiß, dass seine Mannschaft jetzt hier ungeheuer unter Druck steht. Abseitsposition angezeigt. Und jetzt gibt es die Auswechslung beim 1. FC Kaiserslautern. Jürgen Riesche wird kommen. Und Pavel Kuka wird gehen, der Torschütze zum 2:0. In der 49. Minute. Hier haben wir ihn. Und Jürgen Riesche kommt. 5 Tore hat er gemacht in dieser Saison. In 9 Einsätzen eine Quote, die sich sehen lassen kann. 4 davon allerdings auf dem heimischen Betzenberg. Ein Auswärtstor ist ihm gelungen zum späten Ausgleich in Leverkusen bei Bayern 04. Als der FCK beim 1:1 einen Punkt entführen konnte. Warum jetzt die Auswechslung, Friedhelm Funkel? Glauben Sie, dass der Pavel Kuka kräftemäßig ein bisschen durchhing? Ja, ich glaube schon. Er wollte mit Jürgen Rieche noch einen gefährlichen Angreifer im Grunde bringen, der im Moment auch das Glück hat, wichtige Tore zu erzielen. Der Pavel hat sein Tor gemacht und jetzt hier mit einem frischen Mann vielleicht den einen oder anderen Konter zu fahren, das ist schon vollkommen richtig. Sie müssen sich auch jetzt ein bisschen befreien, denn der Druck der Gladbacher ist sehr groß und der Ausgleich liegt im Grunde in der Luft.
Aber sie haben auch nur noch 16 Minuten Zeit. Schneider. Das ist der alte Spruch, Friedhelm Funkel. Wenn du oben stehst, wie jetzt der erste FC Kaiserslautern, dann hast du auch mal ein bisschen Glück, wenn es drauf ankommt. Noch. Chiquinho mit einem Fehlpass, aber ich glaube, das kann er sich heute auch mal erlauben. Hat bis jetzt ein ganz starkes Spiel gemacht, der Brasilianer. Riesche! Und Tor! 3:1 und der Joker hat gestochen, das kann man wohl sagen. Und die ersten Gladbacher Fans stehen jetzt hier schon auf der Haupttribüne und glauben jetzt, dass das Spiel gelaufen ist. Enttäuschung macht sich natürlich breit bei den Fans. Sie standen so nah vor dem Ausgleich und dann dieses 3:1 für den FCK durch Jürgen Riesche. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da bleibt der Stefan Paslak stehen und dann hat der Jürgen Riesche freie Bahn vorbei am machtlosen Uwe Kamps. Und damit macht er das halbe Dutzend an Saisontreffern voll. Der Jürgen Riesche. Ja, da hat der Otto das glückliche Händchen bewiesen, das, was ich kurz vorher gesagt habe. Der hat im Moment einen Lauf, der Jürgen Riesche. Und den hat er hier bestätigt. 2,5 Minuten war im Spiel. Bis zu diesem Tor zum 3:1. Hat ja auch zuletzt zweimal getroffen. Beim 4:3 Heimspielerfolg gegen Hansa Rostock. Abseits angezeigt. Jorgen Pettersson. Also verdient ist es sicherlich nicht aufgrund des Spielverlaufs, speziell in der zweiten Halbzeit. Aber wer fragt da morgen noch danach? Und er weiß natürlich auch, dass es jetzt mehr als schwer wird, hier zumindest noch einen Punkt am heimischen Bökelberg zu behalten. Zwei Tore müsste die Borussia noch machen und sie hat nur noch 13 Minuten Zeit dafür. Ja, wenn man sieht, was die Gladbacher im Grunde an Großchancen ausgelassen haben, dann kann man es kaum glauben, dass sie jetzt noch zwei Tore schießen werden. Vor allen Dingen ist jetzt natürlich auch fraglich, ob man den Schwung der letzten 20, 25 Minuten jetzt überhaupt noch mal wieder ins Spiel bekommt nach diesem doch argen Dämpfer. Und dieses 3:1 fiel ja doch vom Spielverlauf her quasi wie aus dem Nichts. Olaf Marschall hat sich da augenscheinlich am rechten Knie verletzt. Nachdem er ja in dieser Saison bislang mal Probleme schon mit der Achillessehne gehabt hat. Oh. Dann eine Unsicherheit gezeigt, der Andreas Reinke. Ja, aber der Schönberg Christensen hat auch im letzten Moment den Kopf weggezogen. Also das sieht man, glaube ich, jetzt hier nochmal. Das war nicht so einfach für den Andreas Reinke. Jetzt sehen wir nochmal die Flanke des jungen Marcel Kettelaar. Ja, der zieht den Kopf weg. Der Michael Schönberg gedacht, wenn ich den Kopf wegziehe, dann gibt es keinen Eckstoß, aber hätte auch durchaus noch mehr passieren können. Damit überrascht man schon mal den eigenen Torwart.
Bei den Lauterern deutet sich noch eine Auswechslung an. Der Oliver Schäfer wird ins Spiel kommen. Flipsen! Ja, klarere Chance kann man nicht mehr haben. Er wollte ihn lupfen. Das heißt, er hat ihn auch gelupft. Aber nicht hoch genug für Andreas Reinke. Hier sehen wir es nochmal. Das wäre es nochmal gewesen. Dann hätten wir nochmal Hoffnung für die Borussia haben können, was die letzten 10 Spielminuten angeht. So, da gibt es die Auswechslung auf Seiten des 1. FC Kaiserslautern. Oliver Schäfer kommt und Olaf Marschall hat sich hoffentlich nicht zu sehr oder zu stark verletzt, huppelt vom Spielfeld. Miroslav Kadlec geht jetzt nach dem Motto Sicherheit zuerst. Hier sehen wir Oliver Schäfer, in den letzten beiden Begegnungen nicht eingesetzt beim 1. FC Kaiserslautern. Heute kam der Einsatz, wenn auch spät, 9 Minuten vor dem Schlusspfiff. Ja, man sieht, dass sich dadurch auch taktisch bei den Lauterern was verändert hat. Der Reich geht in die Spitze für Marschall und Oliver Schäfer wird die linke Seite abdecken. Das ist jetzt schon der dritte Kapitän, der Oliver Schäfer. Erst war es Martin Wagner, der ging raus. Dann Olaf Marschall, der musste gerade raus, jetzt der Oliver Schäfer. Aber gut, für die letzten 9 Minuten spielt das auch keine große Rolle mehr. Hat sich gar nicht richtig warm gemacht, der Oliver Schäfer. Einsatz kam dann plötzlich, nachdem Olaf Marschall signalisiert hatte, ich kann nicht mehr weiterspielen. Ja, Friedhelm Funkel, jetzt müssen wir langsam mal die Frage stellen, dass der 1. FC Kaiserslautern ein ganz heißer Anwärter auf die Herbstmeisterschaft ist. Das ist keine Frage. Hier sehen wir, wie das Knie von Olaf Marschall gekühlt wird zunächst mal. Also, dass er Anwärter auf die Herbstmeisterschaft ist, ist keine Frage. Ist das jetzt wirklich auch ein Anwärter auf die deutsche Meisterschaft? Ja, ich glaube schon. Ich habe die Lauterer, die sie mir einige Male spielen sehen. Sie spielen sehr routiniert, sie spielen sehr clever. Und sie haben es eben angesprochen als Tabellenführer, das notwendige Quäntchen Glück. Und der Betzenberg ist eine Festung wieder geworden. Und wenn sie auswärts weiter so clever spielen und in den entscheidenden Phasen diese Tore machen, dann kann man sich damit anfreunden, dass sie echt eine harte Konkurrenz für den FC Bayern München sein werden. Und der FC Bayern München, der hat die Dreifachbelastung mit der Fußball-Bundesliga, mit der Champions League, mit dem DFB-Pokal. Muss mehr Nationalspieler abstellen als der 1. FC Kaiserslautern. Auch das können noch Vorteile sein für die Pfälzer in einer allerdings noch sehr, sehr langen Saison. Nochmal Kontermöglichkeit. Marco Reich. Ich glaube, da ist der Patrick Andersson an einer Stelle getroffen worden, wo es besonders weh tut.
hier konnte man die ungeheure Grundschnelligkeit von dem Andreas Buck sehen, der sich da rechts durchgesetzt hat und im letzten Moment klärte dort ein Gladbacher zur Ecke. Patrick Andersson. Ja. Muss man natürlich auch schon fast die Frage stellen, Friedhelm Funkel, müssen die Gladbacher so langsam jetzt wirklich Abschied nehmen von ihren UEFA-Cup-Träumen, 18 Punkte nach 15 Spielen? Ich meine, das ist für Gladbacher Verhältnis natürlich sehr, sehr wenig, aber der Weg nach oben ist auch sehr schnell wieder zu erreichen, wenn man 2-3 Spiele in Folge gewinnt, aber man darf auch nie den Blick in der Situation nach unten verlieren und die Gladbacher haben jetzt ein schweres Auswärtsspiel und da muss man erstmal abwarten. Ja, und das Gladbacher Präsidium hatte ja Hannes Bongartz zunächst mal wieder den Rücken gestärkt nach dem ersten Auswärtssieg dieser Saison. Wir wiederholen jetzt nicht mehr, wo der stattgefunden hat. Und dann hat man auch gesagt, wir kommen noch mal ran bis zur Winterpause. 7 Spiele, 5 davon zu Hause, aber jetzt hat man gegen Dortmund in An- und Abführung nur einen Punkt geholt und nach menschlichem Ermessen heute gar keinen. So kommt man natürlich nicht nach oben in Richtung der Plätze, die dann zur Teilnahme im UEFA Cup berechtigen. Schweres Auswärtsspiel hat die Borussia jetzt vor sich am kommenden Sonntag in Rostock. Und beim ersten FC Kaiserslautern, da sieht natürlich alles ganz anders aus. 4 Punkte Vorsprung jetzt wieder auf den FC Bayern München. Samstag nächstes Auswärtsspiel in Wolfsburg. Und dann zum Abschluss der Hinrunde noch ein Heimspiel auf dem Betzenberg gegen den Hamburger Sportverein. Ja, das sind sehr gute Aussichten. Wie gesagt, den Platz an der Sonne zumindest bis zum Ende der Hinrunde erstmal zu verteidigen. Und dann sofort mit Beginn der Rückrunde das Schlagerspiel auf dem Betzenberg gegen Bayern München. Das Schlagerspiel am 5. Dezember. Erster FC Kaiserslautern gegen den FC Bayern München. Bei Premiere können Sie live mit dabei sein, meine Damen und Herren. Da freuen wir uns schon alle drauf auf diesen Hit. Ja, 2 Minuten noch zu spielen. Fazit dessen, was wir heute gesehen haben, jetzt über fast 90 Minuten. Ja, unterm Strich gesehen, glaube ich, ist der Sieg der Lauterer etwas glücklich, denn die Gladbacher haben doch eine Reihe bester Torchancen ausgelassen. Auf der anderen Seite spricht das für den ersten FC Kaiserslautern, der natürlich hier clever abgebrüht und mit dem notwendigen Quäntchen Glück die Tabellenführung im Grunde weiterhin auf 4 Punkte bleiben lässt. 24-10 übrigens die Torschussstatistik zugunsten von Borussia Mönchengladbach. Aber ich glaube, das, was die Gladbacher heute alles an hochkarätigen, an fast hundertprozentigen Chancen ausgelassen haben, ich glaube, das kann man mit Pech allein auch nicht erklären. Nein, es war teilweise ein bisschen Unvermögen dabei und ist natürlich schade für die Gladbacher. Denn sie kommen jetzt in eine Situation, wo sie nicht reinkommen wollten. Sie wollten unbedingt, das haben wir eben angesprochen, den Weg nach oben antreten. Aber jetzt müssen sie erstmal schauen, dass sie nicht weiter abrutschen. Der, den wir gerade kurz gesehen haben, Hannes Bongartz, der weiß natürlich auch, was die Stunde jetzt geschlagen hat. Der erste FC Kaiserslautern kommt zu einem der ganz, ganz raren Erfolge hier in Mönchengladbach. Zum dritten Mal wird man hier gewinnen. Zuletzt vor mehr als 10 Jahren 1-0 erfolgreich. Frank Hartmann war damals der Torschütze.
Und heute ein ganz, ganz wichtiger Sieg und eine lange Serie auf Mönchengladbacher Seite geht dafür zu Ende. 10 Heimspiele in Folge waren sie unbesiegt. Die letzte Heimniederlage gab es Ende April hier mit 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Und jetzt hat man wieder auf dem eigenen Platz alle 3 Punkte abgeben müssen. Aufgestützt. Auch ihn friert's. Aber sicherlich nur wegen äußeren Temperaturen, Otto Rehhagel. Ich glaube, er kann zufrieden sein und das, was er in Kaiserslautern hier auf die Beine gestellt hat, Aufstieg in die erste Liga, jetzt souveräner Tabellenführer, diese Arbeit kann sich sehen lassen. Sie haben Grund zur Freude und für Sie wird es eine schöne Heimfahrt werden, für die Fans des 1. FC Kaiserslautern und für die Mannschaft natürlich auch, die sich jetzt nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Stark über 3 weitere Punkte auf dem Konto freuen kann. 3:1 gewinnt der 1. FC Kaiserslautern auf dem Mönchengladbacher Bökelberg. Andreas Puck, Pavel Kuka und der eingewechselte Jürgen Riesche, die Torschützen für die Gäste beim zwischenzeitlichen Anschlusstor von Patrick Andersson für Borussia Mönchengladbach. Hier sehen wir den Torschützen nochmal eingeblendet. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Interviews und die führen Marinus Bester und Babak Milani. Martin Wagner, war das heute das Glück des Spitzenreiters? Ja, ich glaube, man muss es so sagen. Ich denke mal, die Gladbacher hätten heute mehr als einen Punkt verdient gehabt. Aber ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wer oben steht, hat einfach das Glück. Warum habt ihr heute fast pomadig gespielt? Ihr seid nie so richtig in Schwung gekommen, besonders nicht in der ersten Halbzeit. Ja, es war komisch. Ich meine, es war überhaupt ein komisches Spiel, weil die Gladbacher hatten die Chancen und wir haben das Tor gemacht oder die Tore dann danach. Und man kann sich so ein Spiel eigentlich gar nicht erklären. Wir wollten eigentlich ganz anders spielen, aber ich denke mal, das 3:1, das nehmen wir gerne hin. War euer Frühstart in der zweiten Halbzeit eigentlich eine Reaktion auf die verschlafene erste Halbzeit? Ja, ich denke mal schon. Wir wussten ja, dass wir uns ein bisschen dämlich angestellt haben in ein paar Situationen. Und ich denke mal, wir haben uns dann besser darauf eingestellt. Aber die Gladbacher, wie gesagt, die hatten eine Vielzahl von Torchancen. Und wir können uns bei unserem Torwart und beim lieben Herrgott bedanken, dass wir gewonnen haben. Martin, kann ich Ihnen schon gratulieren zur Herbstmeisterschaft? Ich glaube, wir haben noch 2 Spiele. Und aber 4 Punkte Vorsprung. Ja, das ist richtig, aber es sind noch 6 Punkte zu vergeben. Danke, Martin. Bitte. Kalle Flipsen, war der 1. FC Kaiserslautern zu clever heute für euch? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, dass wir eigentlich das ganze Spiel über das Spiel gemacht haben, auch diktiert haben, hochkarätige Chancen hatten und wir sind es heute selber schuld, dass wir die Chancen nicht reingemacht haben. Ich denke, sonst hätte das Ergebnis auch heute andersrum sein können. Vor 2 Wochen habt ihr gesagt, ihr habt von den letzten 7 Spielen noch 5 zu Hause. Jetzt habt ihr 2 schon gespielt, nur 1 Punkt. Ist das Ziel UEFA Cup ein bisschen zu hoch gesteckt? Ja, das wird der Rest der Saison zeigen, ob es zu hoch ist. Man kann nicht von einem auf anderes Spiel das Ziel korrigieren. Und ich hoffe, dass wir in den restlichen Spielen, die wir jetzt noch bis zur Winterpause haben, so viele Punkte wie möglich holen und da auch oben dran bleiben. Obwohl es nach unten natürlich jetzt auch sehr eng ist. Das darf man nicht vergessen. Hat man das Fehlen von Stefan Effenberg heute gemerkt im Spiel? Gut, wenn der Stefan gut drauf ist, dann glaube ich, können wir den in jedem Spiel gebrauchen. Nicht nur heute. Okay, danke schön, Kalle. Pavel Kuka, warum seid ihr nach dem 0:2, nach eurer Führung, wieder unter Druck gekommen? Ja gut, wir haben nur die Kontra gewollt spielen und ist klar, wir haben auswärts gespielt und die Borussia, die haben zweite Halbzeit gut gespielt, aber leider hat das nicht gereicht. Leider für Borussia, viel Glück für euch. Warum habt ihr sie so spät angegriffen? Sie konnten bis zum Strafraum kommen und dann habt ihr erst reagiert. Ja gut, wie ich gesagt habe,
Wir wollen auswärts immer Kontra spielen und dann muss man von hinten nach vorne. Und das klappte heute. Das klappte dreimal und ich glaube, wir haben das verdient heute. Diesmal haben ja die Bayern vorgelegt durch den Sieg in Dortmund und ihr musstet nachlegen. Eine neue Situation für den ersten FCK. Wie seid ihr mit dem Druck klargekommen? Ah, nee, wir waren sowieso Tabelle 4 ab, wir haben verloren oder gewonnen. Und das klappte, wir haben gewonnen. Ich bin froh, dass ich habe heute überhaupt gespielt und glücklich, dass ich habe Tor gemacht. Und nach ein paar Wochen. Ne? Sind Sie auch glücklich, dass Sie fast Herbstmeister sind mit 4 Punkten Vorsprung bei 2 verbleibenden Spielen? Ah ja, nein, das ist noch zu weit. Ich meine, wir haben noch einige Spiele vor und wir müssen so weiter spielen. Jetzt in Wolfsburg, nächstes Spiel. Und wenn wir werden weiter so spielen, dann können wir schon was schaffen. Sie sprechen gerade von den kommenden Spielen, besonders der 5. Dezember müsste schon in euren Köpfen rumspucken, weil da geht es gegen die Bayern, der große Showdown. Ich meine, das wird das wichtigste Spiel, aber wir müssen an das nächste Spiel denken. Das ist jetzt am Samstag, dann zu Hause gegen Hamburg und dann kommt diese sehr große Spiel. Gratulation, Pavel, Dankeschön. Patrick Andersson, würden Sie den Sieg des 1. FC Kaiserslautern heute als glücklich bewerten? Ja, ich meine, es zeigt einfach die Klasse. Wir haben 3 Torchancen machen, daraus 3 Tore. Ihr habt aber auch 3 Fehler gemacht hinten und die sind gnadenlos bestraft worden. Was passt denn bei euch im Moment in der Abwehr nicht so zusammen? Na, wir haben ein bisschen schlecht Stellungsspiel gehabt da. Ist das dadurch alleine zu erklären oder seid ihr in gewissen Situationen einfach zu unkonzentriert im Moment? Nicht uns konzentriert, aber ja. Schwierig zu beurteilen. Sie sind ein bisschen fassungslos. Ist eure Situation so im Moment, ist das ein bisschen so zu erklären, dass ihr im Moment selber nicht wisst, was ihr machen müsst, um die Spiele erfolgreich zu gestalten? Nein, ich finde, es war mehr drin heute. Wir haben sehr gut nach vorne gespielt, aber leider nicht die Chancen genutzt. Ja, ihr hattet sehr viele Chancen. Das Torschussverhältnis war 24-10. Ist da ein bisschen Unkonzentriertheit dann einfach dabei oder wie kann man das erklären? Denn Pech alleine ist es sicherlich nicht. Ja, das kann sein. Okay, ich sehe schon, Sie sind ein bisschen sprachlos. Vielen Dank. Andi Reinke, haben Sie sich in einigen Situationen ein bisschen alleingelassen gefühlt? Die haben dann Druck gemacht, die kamen von allen Seiten und von vorne, von allen Richtungen. Und wir haben ein bisschen Glück gehabt heute und zur rechten Zeit haben wir halt die Tore geschossen und sagen wir glücklicherweise 3 Punkte mit nach Hause genommen. Kann sie auch Licht- und Schattenreinke nennen. Bei den einfachen Bällen, so kam es uns vor, haben sie ein bisschen gestrauchelt und die schweren Bälle haben sie alle gehalten. Wie erklären Sie sich das? Welche einfachen Bälle? Naja, ja, weiß auch nicht. Die einfacheren. Einfacheren Bälle, ja. Kann ich eben, ihr Ball kommt anders, ob dann sieht halt einfacher aus oder so und mal flattern die immer so und ja, letztendlich sind sie auch nicht reingegangen. Das ist das Entscheidende. Und leider ist eine Gegentor noch, wo ich noch dran war, aber hat nicht ganz ausgereicht. Aber zum Glück haben wir die 3 Punkte. Andi, war es heute ein Vorteil, dass Effenberg ausgefallen ist? Das weiß ich nicht, das müssen die anderen beurteilen. Ob das für die ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist. Für uns zählt halt nur, dass wir das 3-1 gewonnen haben. Da muss man ja auch ehrlich sagen, glücklicherweise haben wir Chancen gehabt ohne Ende. Und wir kamen, sag ich mal, 3-mal vom Tor oder 4-mal und haben 3 Tore geschossen. Und ja, es ist einfach 100%ige Auslastung, glaube ich. Und der Matchwinner ist glücklich. Vielen Dank, Andi. Ja, danke auch. Ja. Tschüss. Ja, Friedhelm Funkel, wir haben eben gehört, die Lauterer wollen noch gar nicht so weit denken, die Herbstmeisterschaft, obwohl sie 4 Punkte Vorsprung haben. Sie können ja dafür sorgen am kommenden Samstag mit ihrer Mannschaft, dem MSV Duisburg, dass der Traum, diesen inoffiziellen Titel zu gewinnen für den 1. FC Kaiserslautern, noch ein Schrittchen näher rückt. Sie gastieren im München Olympiastadion und spielen gegen den FC Bayern. Ja gut, wir können vollkommen locker nach Bayern fahren durch den Sieg, den wir gegen HSV errungen haben. Stehen wir in München nicht so unter Druck und die Mannschaft ist im Moment in der Lage, auch in München zu punkten. Wir wissen, dass es dort sehr schwer wird, aber wir haben genügend Selbstvertrauen, dort unser Spiel aufzuziehen und dort den Bayern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Friedhelm Funkel, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, hat Spaß gemacht und bei uns im Programm geht es jetzt weiter im Ministudio bei René Hippen. Bis bald! Ja, da sind wir. Herzlich willkommen. Ein Trainer ist schon bei uns. Herzlich willkommen, Hannes Bongartz. Wir warten noch auf Otto Rehage, der wird aber auch in den folgenden Minuten bei uns eintreffen. Sie hatten sich vor dem Spiel so viel vorgenommen. Ein Sieg sollte heute her gegen den Tabellenführer, um die Zielsetzung UEFA Cup Platz nochmal ganz dick zu unterstreichen. Ja, ich denke, das nimmt man sich, zu jedem Spiel vor. Und nach unserem Unentschieden gegen Dortmund sollten heute schon 3 Punkte her.
Das ist uns leider nicht gelungen. Woran hat es gelegen, Ihrer Einschätzung nach? Nur an der Chancenverwertung? Ja gut, die Chancenverwertung, aber auch die individuellen Fehler, die wir bei diesen Gegentoren halt gemacht haben, vor allen Dingen beim zweiten, wo wir nicht energisch genug hingehen. Ich glaube, Vitecek und Markus Hausweiler, einer verlässt sich auf den anderen, er läuft alleine durch, passt nach innen. Das sind Sachen, die werden natürlich gegen so eine Mannschaft hart bestraft wie Kaiserslautern, die mit solchen Leuten, die wenig Chancen brauchen, immer ein Tor machen. Das hat man heute gesehen. Denn umgekehrt, wir hatten doch die Anzahl viel hochkarätiger Chancen und haben leider nicht im richtigen Moment, wie man so schön sagt, das Ding gemacht. Mhm. Sie machen auf mich, wenn ich das mal so sagen darf, einen etwas niedergeschlagenen Eindruck. Ja, sind gut. Sie ein bisschen deprimiert, dass es einfach nicht klappt? Man ist enttäuscht und das ist logisch, so kurz nach dem Spiel. Das muss man auch zuerst mal verarbeiten, auch was hier drumherum passiert. Wenn man Reaktionen der Zuschauer hier sieht, das ist auch für mich sehr schwer zu verstehen. Die Mannschaft kämpft, sie macht, sie tut. Wir brauchen einfach mal dieses Erfolgserlebnis wieder, ein Spiel zu gewinnen. Man muss hier Leute ersetzen, man hat permanent irgendwo Unruhe. Da wirst du als Trainer hier ausgepfiffen, weil du einen verletzten Spieler auswechselst. Ja. Also ein bisschen, muss ich sagen, ist eine Geschichte, die nicht mehr schön ist. Ja. Sind Sie da enttäuscht von den Fans, dass da keine Rückendeckung kommt? Ja gut, denn wenn man einem vorwirft, vielleicht, dass die Mannschaft nicht will oder nicht möchte, aber wir integrieren junge Leute, die spielen heute wie in Markus Hausweiler, der für mich hervorragend gespielt hat. Wann haben wir in den letzten Heimspielen so viele Chancen gehabt, auch über Flanken von außen? Ich denke mal, Andrzej Juskowiak hat 2 hochkarätige, deswegen hat er gespielt, wegen seiner Kopfballstärke, die gehen alle kurz am Tor vorbei, okay. Da muss man mit leben, aber über das Verhalten, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Tut Ihnen persönlich auch, denke ich mal, ein bisschen weh. Das merkt man Ihnen an. Gut, wir schauen, Otto Rehagel ist mittlerweile da. Otto, wir schauen schon mal gemeinsam auf die anderen Ergebnisse. Derweil der Lauterer Trainer noch ganz kurz mit dem Mikrofon ausgestattet wird. Bielefeld verliert trotz Führung durch Kunz 1:3 gegen Hertha BSC. Das ist der 2. Auswärtssieg der Berliner. Der VfB Stuttgart bleibt oben dran. Tor durch Siegtreffer durch Balakow, 2:1 gegen Rostock, das ist Ihr nächster Gegner, Hannes Bongers, die Rostock am Sonntag. Und die 60er schlagen den 1. FC Köln mit 1:0, das ist bereits die 7. Saisonniederlage auswärts für den 1. FC Köln, für die sieht es auch nicht so gut aus. Wir blicken auf die Tabelle der 1. Fußball-Bundesliga und dann ins Gesicht von Otto Rehagel und hoffen, dass er sich freut. Denn das war ein richtungsweisendes Spiel heute für Sie, Otto. Ja, ich habe den Jungs vorher gesagt, Mönchengladbach hat eine wesentlich bessere Mannschaft, als es der Tabellenstand aussagt. Und das hat man heute gesehen. Wir haben in vielen Phasen großes Glück gehabt, haben uns insbesondere in der zweiten Halbzeit viel zu sehr hinten reindrängen lassen. Wir hätten eher noch attackieren müssen. Aber insgesamt ist es so, wenn man die Tore schießt und der Gegner, ihr habt viele Chancen gehabt, kein Tor gemacht. Ich habe schon mal irgendwann letztes formuliert, wir können nicht die Tore des Gegners schießen, die müssen sie schon selbst machen. Und wenn man dann solch ein Spiel 3-1 für sich entscheidet, hat man es dann auch letztlich und endlich verdient gewonnen, obwohl der Gegner viele Chancen hatte, aber Chancen zählen nicht, es zählen leider nur Tore. Wollen Sie Herbstmeister werden? Wir wollen immer, wenn es geht, jedes Spiel gewinnen. Deshalb, wenn man, ist egal, welches Spiel wir spielen, wir sind hergekommen und haben gesagt, die Tabelle von 1 bis 5, die bleibt. Wir fahren als Tabellenführer auch wieder hier weg vom Böckelberg, egal was passiert. Aber wir haben auch eine große Chance, hier einen Punkt zu holen oder zumindest also den Vorsprung auszubauen und auch hier zu gewinnen. Wenn es nicht klappt, okay, dann fahren wir zurück, sind trotzdem Tabellenführer. Aber der Halbzeittitel ist ja nun mal zu vergeben, der Herbstmeistertitel. Damit kriegen Sie, können Sie nichts kaufen. Das stimmt, sondern erst es in den deutschen... Immer nur am Ende der Saison wird abgerechnet. Alles andere sind Zwischenergebnisse und Momentaufnahmen. Und im Moment ist es zwar ganz gut und wir haben einige gute Arbeiten, wie in der Schule geschrieben, aber ob wir versetzt werden, das steht noch lange nicht fest. Okay, wir haben noch ein paar Spiele, ich darf aber dann festhalten, Otto, 4 Punkte Vorsprung auf die Bayern und keine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga siegt so oft wie der 1. FC Kaiserslautern. Sie haben immerhin schon 11 Siege auf ihrem Konto. Und jetzt blicken wir mal in bewegten Bilder und können zumindest noch einmal ein bisschen das analysieren, was beide Trainer schon angesprochen haben. Otto, vielleicht aus Ihrer Sicht die Auftaktphase, 26. Minute Sforza. Ja, das war ein sehr schöner Schuss, hat er sehr gut gehalten. Das hat er wunderbar getroffen. Und dann geht es weiter in der 29.
Spielminute die Führung für den 1. FC Kaiserslautern. Das ist ja eigentlich nicht die Stärke von Andreas Buck, aber das hat er wunderbar gemacht. Das ist sehr schnell und ist kein Goalgetter in dem Sinne mehr, ein Vorbereiter. Aber wenn er denn mal solch einen Vorsprung hat, dann holt man ihn nicht mehr ein. Hannes, Andersson verliert das Kopfballduell. Ja gut, der Fehler liegt dann bei Martin Schneider, der seinen Gegenspieler Buck einfach aus den Augen verliert. Er verlässt sich auf Patrick Andersson und zuerst soll man mal seine Aufgabe da erfüllen. Mhm. Und dann setzt man sich ab bei so einem langen Ball, weil es kann immer mal passieren, dass man ein Kopfballduell verliert oder er rutscht über den Scheitel, dann darf der Mann nicht so frei durchlaufen. Otto Rehagel hat es gerade gesagt, für Chancen gibt es nichts, die zählen nicht. Das war eine tolle Chance, aber leider kein Tor. Verzogen. Ich denke, ja, aber gut, das war wunderbar. Hätte ein Tor sein müssen. Gut an. Aber hier steht auch Mutterseelen allein. Danke, dass Sie sagen. Wahnsinnig, weil da ist ja weit und breit kein Mensch zuständig. Das war schön gemacht von Kalle Flipsen, sich um den Mann schnell gedreht. Ich glaube, wenn der Schuss ganz flach kommt, ist er schon drin und da kommt Martin Schneider, wird noch etwas gehindert. Und normal schwerer, so einen Ball drüber zu schießen wie rein. Ne? Das ist wahr. Also den Schönheitspreis gewinnt heute Abend, da sind wir uns einig, Borussia Mönchengladbach. Die drei Punkte nimmt aber leider der 1. FC Kaiserslautern, zumindest aus ihrer Sicht. Ja, das war super das gemacht von Axel Roos, der sich da den Antritt durchsetzt. Endlich für Pavel mal wieder ein Tor. Und da haben sie es auch wieder ein bisschen überrascht. Alle dachten, Rische würden spielen und dann kommen sie trotzdem dann mit Kuka in der Anfangsformation. Ja, ich gebe meine Mannschaftsaufstellung, das, was immer zu hören ist und zu lesen ist, das stimmt meistens nicht. Ich gebe meine Mannschaftsaufstellung ja immer erst eine Stunde vor dem Spiel bekannt. So lange lasse ich mir Zeit, um mir noch vielleicht noch flexibel reagieren zu können. Ja, entscheidend ist er wahrlich so intuitiv, oder? Nee, man macht alles mit Verstand. Nicht aus dem Bauch raus? Nee. Die 59. Der Passlagschuss und dann hier Karl-Heinz Flipsen. Ja, den muss unser Torwart natürlich festhalten, den Ball. Und hier schlafen auch alle die Herren. Im Kopfball geht er da hoch. Wir stehen da. Tausendmal besprochen. Leute, wenn der Ball zweiter Pfosten kommt, Andersson kommt nach vorne, dann muss man auch richtig Kopfballduell da sehen. Also eigentlich, Cutlets kommt zwar nicht hin, aber Marschall ist eigentlich zuständig gewesen für Patrick Andersson. Ne? Aber trotzdem, unser Liebe und alle, wir sind es. Er zieht noch den Kopf ein. Na gut. Aber gut, das ist so, wenn keiner mehr einen Fehler macht, dann sind die Spiele ja uninteressant und fallen keine Tore. Das war eine sehr schöne Aktion. Das haben wir schon mal irgendwo gehört. Die 70. Spielminute. Chiquinho war das. Der heute sicherlich eines seiner besseren Spiele, wenn nicht das Beste überhaupt im Gladbach-Trikot gemacht hat. Sehen Sie es ähnlich? Ja gut, ich habe gesagt, ich sehe ihn mehr in der offensiven Position über die rechte Seite und er hat ein bisschen Rückstand, sich auch an unser Spiel zu gewöhnen. Und das hat er heute andeutungsweise gezeigt. Hier war wieder, man steht frei vom Torwart und versenkt den Ball nicht. Also die Chancen noch zu zählen, aber gut, haben wir drüber gesprochen. Dann die 76. Spielminute und das war, denke ich, auch dann die endgültige Entscheidung. 6. Saisontreffer schon für Rische und ein gutes und glückliches Händchen von Otto Rehagel, den 3 Minuten zuvor eingewechselt hatte. Ja, hat er eiskalt gemacht, die Chance genutzt. Katala kommt nicht dran und somit hat Rische freie Bahn. Dann man hofft natürlich nochmal, Hannes Bongartz, denke ich, in den Schlussminuten. Ja, das sind nochmal Szenen, die Kalle Flipsen verwertet, gerade so ein technischer Ablauf, wie er nimmt den Ball hervorragend runter und jetzt trifft er ihn zuerst, glaube ich, mit dem Schienbein und dann erst mit dem Fuß, sonst hebt er ihn rüber. Aber wie es so schön heißt, bei 3-1 war die Messe gelesen. Das Gladbacher Präsidium hat die Ziele klar formuliert. Müssen Sie jetzt die UEFA Cup-Ambitionen unter den Weihnachtsbaum legen erstmal? Nein, man sieht doch, es ist alles schnell möglich.
siehe Hertha BSC, mit dieser Drei-Punkte-Regelung und die Tabelle, die ist immer sehr verführerisch und gefährlich, im Positiven wie im Negativen. Und ich denke immer positiv, warum sollen uns nicht auch mal zwei Siege hintereinander gelingen, dann sieht das wieder anders aus. Wir haben noch Heimspiele und am Sonntag in Rostock ist ein unmittelbarer Konkurrent um diesen Platz im Moment für uns. Also heißt es, am Sonntag in Rostock zu bestehen. Und die Punkte, die wir heute verloren haben, müssen wir uns wiederholen. Wo spielt im Grunde keine Rolle. Sie fahren gleich weiter. Die Mannschaft geht ins Trainingslager, Samstag in Wolfsburg. Ja, wir haben jetzt ein Problem mit Olaf Marschall. Der wird sich wahrscheinlich etwas schwerer verletzt haben. Ich weiß nicht, ob das bis Samstag geht. Unser kleiner Ratinho hat ja auch leider nicht gespielt. Aber im Moment können wir immer noch flexibel reagieren. Das war sehr schön, dass er Rische jetzt sein Tor gemacht hat. Er war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht gespielt hat. Aber letztens war Kuka nicht enttäuscht, weil er nicht gespielt hat. Und wenn dann Olaf ausfallen sollte, haben wir immer noch zwei Stürmer mit Kuka und mit Rische. Was ist mit Effenberg? Die Frage schließen wir gleich an die... Ja, er hat heute Morgen noch mal versucht im Abschlusstraining, aber er hatte doch Probleme. Und wir haben es abgesprochen und er meinte selbst, so hat es keinen Zweck, so hilft er der Mannschaft Sonntag. Nicht. Und wir haben gesagt, okay, dann wir haben einen Tag mehr Zeit bis Sonntag. Hoffen wir, dass wir ihn hinkriegen und dass er uns dann hilft, die Punkte dort zu holen. Gut, ich bedanke mich bei beiden Trainern für die kurze und knackige Analyse. Hannes Bongartz, vielen Dank. Ja. Otto Rehagel, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Liebe, gehen Sie ruhig durch, live bei Premiere, kein Problem. Liebe Zuschauer, Sie können natürlich auch in der Champions League bei Premiere ein bisschen Geld verdienen, wenn Sie mögen. Und wenn Sie Abonnent und Zuschauer von Premiere sind, wissen Sie, dass diese Spiele natürlich verschlüsselt ausgetragen werden. Morgen Abend live und unverschlüsselt die Talkshow bei Premiere im Programm 43:30 live aus Berlin mit den Gästen Gerd Meyer-Vorfelder und Rolf Schmidt-Holz von der UFA Fußball. Nur gegen Bares wird dort also die Frage gestellt. 1:3. Das Ergebnis: Gladbach gegen den 1. FC Kaiserslautern. Seit 10 Jahren der erste Sieg für die Pfälzer auf dem Mönchengladbacher Bökelberg. Und Otto Rehagel will es noch nicht wahrhaben, aber er steht nun mal seit vielen, vielen Wochen schon dort oben an der Tabellenspitze und wird sicherlich auch in den nächsten Wochen heiß gehandelt werden als Meisterschaftskandidat. Das war's aus Mönchengladbach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss. I need only one you to guide my way up to heaven. I need the flame in my heart when we fall apart. I need in love again. I give up myself to meet this challenge rising. The voice is and to make it in time, tell these one-night illusions goodbye. I'll need only one heartbeat, and that will make my day. To feel I'm gifted when taking my chances in time. Only one heartbeat, one sweet minute. Know that I can be strong when the last ring sets on. To prove I'm good for you, just one heartbeat. Oh yeah. Oh. When taking my chances in time, oh.